1 präsentiert Celluloid Zyniker. Und damit herzlich willkommen zur allerersten Ausgabe von Celluloid Zyniker, dem Filmpodcast von Tucker Productions mit meinem guten Freund an mit dem guten Freund an meiner Seite. Das machen wir nochmal. Ich bin auch ein guter Freund an deiner Seite. Du bist immer mein guter Freund an meiner Seite. Ja, wir sind jetzt drin, das macht uns auch so sympathisch. Wir sind mega sympathisch. Wir sind am Boden geblieben, weißt du, die kriegen nicht mal das Intro hin, die beiden Jungs. Die sind so am Boden geblieben, dass so, sie... ja, wie Heftkleber. Keine Ahnung, nein. Herzlich willkommen zum Tucker Productions Film Podcast Celluloid Zyniker. Heute an meiner Seite Moritz Fürste. Schönen guten Abend, schönen guten Tag, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Genau. Ja, Moritz, erste Ausgabe, bist du aufgeregt? Ich bin sehr aufgeregt, vor allen Dingen, weil ich auch sehr gespannt bin, ob alle HörerInnen das auch hinbekommen, uns nicht die Celluloid-Zyniker zu nennen, sondern einfach nur Celluloid-Zyniker. Das ist ganz wichtig, ohne Artikel bitte, nur Celluloid-Zyniker. Das ist wie bei Tiffany's. Es ist nicht die Tiffany's, sondern es sind einfach nur Tiffany's. Genau, das ist uns wichtig. Der Artikel ist uns wichtig oder unwichtig. Also er ist uns unwichtig, weil er uns halt so wichtig ist. Andersrum. Ja. Herzlich willkommen zum großen Linguistik-Podcast. Ich hoffe, ihr mögt Saussure genauso sehr wie wir. Und die ersten Leute haben schon abgeschaltet. Nein. Es soll um Filme gehen und als Hauptfilm haben wir uns heute rausgesucht Babylon im Rausch der Ekstase. Der neue Film von Damien Chazelle, den kennt ihr vielleicht, ist der Regisseur von Whiplash, La La Land und First Man. Darüber wollen wir heute ein bisschen ausführlicher reden, denn Moritz und ich waren, wenn ihr das jetzt hört, vor ein paar Tagen in der Pressevorführung des Filmes und wollen unsere Gedanken dazu, die durchaus auch ein bisschen kontrovers sind, glaube ich, mit euch teilen. Vorher aber, Moritz, zum ersten Mal und hoffentlich stelle ich diese Frage noch sehr viel häufiger. Was hast du denn so geguckt in letzter Woche über? Oh ja, das ist tatsächlich eine Frage, die ich zur Abwechslung mal beantworten kann, weil ich glaube, wenn du mich vor einem Monat gefragt hättest, hätte ich gesagt, ey, ich habe viel zu wenig Filme gesehen. Das ist nämlich vor allen Dingen auch mein toller Jahresvorsatz. Mehr Filme gucken, weil ich habe es im letzten Jahr echt sehr wenig geschafft, irgendwie zum einen Filme zu gucken, die mich interessiert haben. Aber ich wollte auch viele Filme nachholen, Klassiker nachholen, die ich einfach nicht gesehen habe. Da tat mir jetzt zum Anfang des Jahres meine wundervolle Corona-Quarantäne tatsächlich einen ganz guten Dienst. Und ich konnte so ein paar Sachen nachholen, die ich schon lange sehen wollte und die jetzt aber auch vor kurzem erst rausgekommen sind und die ich dann auch vor allen Dingen auf den einschlägigen Streaming-Diensten dann sehen konnte. Das war vor allen Dingen ein Film, der mir sehr gut gefallen hat, Pinocchio von, also der neue Film von, wie heißt er noch gleich? Nicht der Zemeckis-Film, sondern der Del Toro-Film. Von Guillermo. Oder hast du diesen russischen gesehen? Es gab ja dieses Jahr drei Pinocchio-Filme. Es gab noch einen russischen Pinocchio-Film. Nee, genau, von Guillermo Del Toro. Tatsächlich ein wunderbar süßer Film, also süß auf der einen Seite, auf der anderen Seite total dunkel, weil es eben auch die Mussolini-Kriegszeit mit aufgreift und eben die Geschichte um einiges realitätsnah erzählt, weniger das Märchen in den Vordergrund stellt. Und es ist vor allen Dingen eben total schön Stop-Motion animiert. Allein visuell ist das Ding einfach atemberaubend und wunderschön. Es hat ein paar komische Musical-Nummern drin. Ich glaube, da muss man irgendwie drüber hinwegkommen, aber ansonsten auf jeden Fall ein Film, der im Moment auf Netflix auch verfügbar ist und auch, glaube ich, auf die Oscars schielt und da auch schon an einigen Stellen auf jeden Fall, ich glaube, schon eine Nominierung hat, auch was irgendwie bester Soundtrack angeht oder bester Song, ist da ein Song nominiert. Aber ich denke mal, da wird auch noch weitere Nominierungen bekommen. Die sind, glaube ich, noch nicht alle raus, ne? Nee, ich glaube, die kommen irgendwie nächste Woche oder so. Ja. Also Golden Globes waren gerade, ne? Ja, ich glaube, die sind gerade durch. So gut sind wir vorbereitet. Ja, habe ich mich aber auch nicht detailliert mit beschäftigt. Auf jeden Fall sehr schön, wenn ihr die Möglichkeit habt, das auf Netflix zu schauen. Schaut da auf jeden Fall mal rein. Ist auf der einen Seite echt tragisch, aber auf der anderen Seite wirklich süß und sehr schön. Was fürs Herz. Sagen. Finn, was hast du gesehen? Nicht so viel Spannendes, würde ich sagen. Sogar ich fange mal mit einem Film an. Ich habe ein paar Filme geguckt, mit denen ich mich auf tatsächlich Babylon vorbereitet oder nochmal nachbereitet habe. Ich habe auch mit Ansage einen schlechten Film geguckt, von dem ich auch wusste, dass er sehr schlecht ist, aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Manchmal reizt einen das ja so am meisten, wenn wirklich irgendwie deine ganze Letterboxd-Bubble so einem Film einen halben Stern oder einen Stern gibt und der auch so eine 1,3, glaube ich, Durchschnitt hat, dann ist man ja schon so, und das war eine Mainstream-Produktion, da denkt man sich schon so, alles klar, das muss man sich mal angucken. Ich habe mir Jeepers Creepers Reborn angeguckt. Das ist
ein Remake, ein Reboot der Jeepers Creepers Reihe. Kennt ihr vielleicht die? Das lief häufig auf Kabel 1, daher kannte ich diese Reihe. War eine Horrorfilmreihe aus den frühen 2000ern. Ist ein bisschen schwierig, darüber zu sprechen. Der Regisseur Victor Salva ist ein verurteilter Sexualstraftäter. War er auch schon, als er diese ersten drei Filme gedreht hat. Ich verstehe, dass man das gerebootet hat, glaube ich. Also es geht da grundsätzlich, es basiert irgendwie auch so ein bisschen auf so einer Urban Legend halt, dass es diesen Creeper gibt, der fährt mit einem Laster durch die Gegend und tötet junge Menschen. Und er kommt halt immer, wenn dieser Klassiker-Song Jeepers Creepers aus den 20ern oder 30ern im Radio spielt. Und jetzt hat man eben 2021 oder gedreht, 22 ins Kino gekommen, ein Reboot, eben Jeepers Creepers Reborn vom Regisseur von Iron Sky. Uff, also wie gesagt, ich wusste ja mit Ansage schon, dass es ein schlechter Film ist, und es ist aber diese schlimme Art von schlechten Film, über den du dich nicht mal lustig machen, ne? Aber es macht einfach keinen Spaß, das zu gucken, weil es einfach inkompetent von vorne bis hinten ist. Das schreit einfach nur nach seelenlosem Cashgrab. Der Creeper trägt halt offensichtlich einen Styroporhelm und so einen Müllsack als Gesicht. Das ist nicht wahrlich bedrohlich. Der Film ist hässlich wie die Nacht, also die Digitalhölle per excellence. Und es ist halt schon so Talent, auch Jumpscares falsch zu schneiden, würde ich jetzt mal so sagen. Also, dass du halt merkst, was der Film machen wollte, aber... Du merkst, hättest du da den Schnitt vielleicht ein, zwei Frames früher. Genau, es ist halt wirklich, der Schnitt ist ein bisschen zu viel, und du würdest halt zum Tonmann sagen, ja, fast so, aber setz doch bitte den Effekt noch Sekündchen früher und dann haben wir es. Oder du musst die Sync nochmal ein bisschen besser aktivieren. Das ist aber auch eine Kunst, schlechte Jumpscare. Also ich meine, es ist ja sowieso, Jumpscares werden ja sowieso als Symptom eines schlechten Horrorfilms bezeichnet mittlerweile, weil sie ja eben so über sind. Dann doch einen schlechten Jumpscare, also einen Jumpscare schlecht zu machen, da gehört ja auch einiges Talent dazu, oder nicht? Ja, und vor allem, ja, der Film ist nicht mal 90 Minuten lang und hält sich 70 Minuten lang mit irgendwelchen kompletten Nebensächlichkeiten auf, um dir dann am Ende so 5 Minuten irgendwas zu bieten. Muss man wirklich nicht gesehen haben. Also er liegt gerade bei Sky rum, bis er so wow heißt es ja mittlerweile. Da habe ich es auch geschaut. Ich sag mal so, wenn ihr jetzt Horror viel sehr in seid, vielleicht auch die alten 3 Jeepers Creepers Filme mögt, der erste ist tatsächlich relativ spannend, würde ich sogar sagen. Sollte man eigentlich keinen Blick riskieren. Es tut nicht so sehr weh, wie man denken würde. Es ist halt einfach nur wahnsinnig uninteressant. Wie gesagt, das war ein schlechter Film mit Ansage. Ja, hast du noch was gesehen? Oder, Ich habe tatsächlich ein, zwei Filme von Christopher Nolan nachgeholt. Weiß ich auch nicht, irgendwann kam letztens bei einem Glühwein-Umtrunk kam irgendwie auf, ja Moritz, was hältst du eigentlich von Interstellar? So, ja, keine Ahnung, habe ich nie gesehen irgendwie, weil ich war nie der riesen Nolan-Fan und irgendwie hat mich Interstellar auch, glaube ich, immer abgeschreckt, weil ich dachte, oh Alter, 3 Stunden dann da irgendwie im Weltraum rumwabern, ist es das wirklich nötig? Und ich finde, der Film hat irgendwie seine netten Ansätze, er geht definitiv zu lang und der Plot-Twist in Anführungszeichen ist auch irgendwie sehr vorhersehbar. Ich glaube, rein visuell und von der Bildgewalt her hätte ich ihn nicht auf dem iPad gucken dürfen. Der ist bestimmt ein Film fürs Kino. Die Denkanstöße sind ganz nett, aber im Endeffekt hat er mir jetzt auch nicht super viel gegeben. Ich habe auch Tenet noch gesehen. Ähnliches Phänomen, auch nette Denkanstöße, aber im Endeffekt hat es mich nicht so gecatcht. Also ich war tatsächlich nicht so überzeugt von diesen beiden Nolan-Klassikern, in Anführungszeichen, ja mittlerweile, die ich mal nachholen wollte. Da habe ich also auch nicht so wirklich viel zuzusagen. Also das Ende von Interstellar, weiß ich nicht, ob das physikalisch und überhaupt irgendwie so irgendwie möglich ist. Das ist doch alles echte Physik, was du in diesem Film ja, siehst. Naja, aber es basiert ja also halt immer zu einem Teil auf tatsächlich. Ja, natürlich. Ich wollte gerade so den typischen Nolan-Fanboy emulieren, der dir da sagt, das stimmt alles. Ja, genau, das ist halt dann immer so die Frage, aber wenn es auf physikalischen Gesetzen beruht, dann finde ich es spannend und wenn das halt einfach nur Phantasma ist, dann frage ich mich halt, wie strunzdämlich kann so ein Ende sein. Ja, und es ist jetzt auch, sage ich mal, eine Wendung, die man auch im Sci-Fi-Kino schon ein oder zweimal vorher gesehen hat. Gut, das mag dazu kommen. Ich habe ihn tatsächlich im Kino gesehen, aber auch nicht als er lief, sondern irgendwie vor 2 oder 3 Jahren lief er im Savoy, also für Hamburger HörerInnen, ihr werdet es kennen, für alle anderen nicht, das ist ein Kino am Hamburger
Hauptbahnhof, die größtenteils Filme in der OV zeigen, also in der Originalversion. Und die haben eben als einer der letzten Kinos Deutschlands noch einen 70mm Projektor. Und ich habe den Film auf 70mm gesehen. Das war schon ziemlich cool. Ich war aber auch eher dezent gelangweilt davon, also von Interstellar. Tenet habe ich da auch auf 70mm gesehen. Mit dem hatte ich sehr viel Spaß. Den habe ich auch, glaube ich, schon zweimal in der Zwischenzeit wieder geguckt. Tenet finde ich super, ist super unterhaltsam. Aber auch, ich glaube, das Gefühl habe, dass Nolan mir da gar nichts mehr sagen möchte. Also, dass er halt einfach nur versucht, so einen spannenden, relativ mitreißenden Actionfilm zu drehen. Und vor allen Dingen dieses Gimmick halt wirklich bis zum Ende auszuschlachten. Also diese ganze Rückwärtsgeschichte, die tatsächlich visuell auch sehr gut funktioniert und auch irgendwie ein logisches. Also da finde ich, existiert nicht so das krasse Plothole, wo du sagst, das ergibt ja im Endeffekt gar keinen Sinn, sondern so in der Geschichte und in der Welt, wie es erzählt wird, schließt sich am Ende ja der Kreis und ja. Du sagst, irgendwie ist es sinnvoll, wie es erzählt ist. Von daher war ich jetzt mit Tenet auch eher versöhnlicher unterwegs als mit Interstellar. Ja. Genau, ich könnte kurz nur noch einmal erzählen, ich bereite ja gerade so eine Ringvorlesung vor an der Uni Hamburg, wo wir auf die besten Filme der 2010er Jahre zurückblicken sollen und wie es sich gerade begab, ist seit gestern, wenn ihr das hört, also vielleicht guckt mal bei Mubi rein, eventuell ist da noch der Film Killing Them Softly von Andrew Dominik verfügbar, sowieso einer meiner Lieblingsregisseure und den Film liebte ich auch vorher schon, habe ich jetzt glaube ich zum 5. oder 6. Mal gesehen. Das ist ein im weitesten Sinne Gangsterfilm mit Brad Pitt als Auftragskiller, der von der Mafia angeheuert wird, um ein Pokerspiel, das überfallen wurde, zu rächen praktisch. Also die Leute zu finden, die das Pokerspiel da überfallen haben. Das Spannende ist, der Film ist in der Weltwirtschaftskrise 2008 angesiedelt und wird immer parallel geschnitten mit Obamas Wahlkampf. Also im Laufe dieses Filmes am Ende des Films wird Obama Präsident. Und seine Reden kommentieren die Handlungen praktisch. Also es geht halt sehr viel um ein Gangstertum, das auch von der Armut bedroht ist, weil eben die gesamte Weltwirtschaft am Boden liegt und was man eben als Gangster jetzt macht, wenn man kein Geld mehr verdient. Also so ein bisschen auch das, wo so die Sopranos in so der 4., 5. Staffel ein bisschen drauf eingegangen sind. Finde ich, ist ein wunderbarer Film, richtig super. Wurde, glaube ich, damals ein bisschen falsch vermarktet, vor allem hier in Deutschland, als so ein bisschen so ein Tarantino-Guy-Ritchie-Wannabe-Ding, das ist halt überhaupt nicht. Es ist ein sehr ruhiger Film mit dann doch zwei, drei sehr eruptiven Gewaltmomenten, die durchaus hart sind. Hat eine 16, finde ich auch berechtigt. Man hätte, glaube ich, mit einer spießigeren FSK vielleicht auch über eine 18 reden können. Es ist aber ein grandioser Cast, der, wie gesagt, von Brad Pitt angeführt wird. Dann haben wir noch James Gandolfini, wie gesagt, aus den Sopranos dabei, Ray Liotta aus Goodfellas. Ben Mendelsohn kennt man auch noch. Super Film. Also wenn ihr den Film noch nicht kennt, würde ich Killing Them Softly auf jeden Fall empfehlen. Allein für das großartige Endzitat von Brad Pitt, was er bringt, nämlich Amerika ist kein Land, Amerika ist ein Business. Ja, der gute Brad Pitt, der wird später bestimmt auch noch eine Rolle spielen bei unserer Diskussion, aber dazu später mehr. Ja, ich habe noch zwei Sachen, über die ich noch ganz kurz irgendwie sprechen wollen würde. Und zwar ist das zum einen die Serie 1899. Das ist ja die Serie von Janche Friese und Baran Bo-Oda, die ja auch schon Dark gemacht haben und damals auch den tollen Thriller Who Am I mit Tom Schilling in der Hauptrolle. Ein wahnsinnig spannender IT-Thriller. Sprichst du gerade in Anführungszeichen? Nein, also ich hoffe, man hört die Ironie aus meiner Stimme überhaupt nicht raus. Aber ja, genau. Also man kennt sie vielleicht eher als die MacherInnen von Dark. Wie ich finde, bis zum Ende der zweiten Staffel hervorragende, tolle Serie, vor allen Dingen aus dem deutschen Lande. Ich finde es zwar immer doof, dass man es immer dazu sagen, also sich gezwungen fühlt, das immer dazu zu sagen, obwohl es bei der Serie eigentlich gar nicht nötig ist. Die ist toll besetzt, vor allen Dingen geil gecastet und erzählt halt auch irgendwie ähnlich wie bei Tenet eine Geschichte, die irgendwie am Ende abschließt. Und das finde ich irgendwie immer wichtig bei Serien. Häufig hat man das dann ja, dass das dann irgendwann verläuft und man bekommt noch eine Staffelverlängerung und irgendwie entfernt man sich dann am Ende vom eigentlichen Kern der Geschichte, um halt einfach noch sich irgendwas aus der Nase zu ziehen, um diese Geschichte weiterzuerzählen. Das hat, was bei Dark gut funktioniert hat, haben die irgendwie mit einem ähnlichen Rezept bei 1899 auch nochmal probiert. Also man konnte an verschiedenen Handlungssträngen irgendwie sehen, in welche Richtung sie wollten und hatte auch irgendwie das Gefühl, dass man es bei Dark genauso nur mit ein, zwei anderen Charakteren schon mal gesehen hat. Und was ich jetzt vor allen Dingen schlimm finde und warum ich jetzt auch sagen würde, Leute, guckt die Serie einfach nicht, fangt sie nicht an.
denn sie wird nicht verlängert. Also die war mal ausgelegt für 3 Staffeln ganz ursprünglich. Und so war es ja auch bei Dark, dass sich auch erst nach der 3. Staffel tatsächlich alles, dieser ganze Kosmos erschlossen hat und dass du gesagt hast, okay, jetzt verstehe ich auch, warum das so sein musste, wie es da sein musste. Jetzt fragt man sich halt am Ende der 1. Staffel von 1899, ja, ich hoffe, da kommen noch Antworten, weil ich glaube, da werden also in der gesamten Staffel viel mehr Fragen aufgeworfen als Antworten gegeben. Und das ist natürlich, weiß ich nicht, für so eine Mystery-Serie irgendwie ziemlich furchtbar. Also ich weiß, also ich kann auf der einen Seite verstehen, warum Netflix sagt, lohnt sich nicht, die weiterzusetzen, weil die ist halt zusammen mit Wednesday gestartet und Wednesday war natürlich der absolute Hype, gerade so in unserer Generation, beziehungsweise Generation jünger als wir. Ich weiß, Finn, du würdest dich nicht zu der Zielgruppe führen. Nein, ich hab's gesehen, tatsächlich. Du hast tatsächlich gesehen, ich wollte gerade den Witz sagen, dass ich super finde, dass keiner von uns mein Wednesday gesehen hat. Doch, ich hab's gesehen, doch einfach nur, um zu wissen, wo der Hype herkommt. Und ganz im Ernst, ich hatte auch Spaß bei der Serie. Ey, glaube ich dir, ich hab halt noch nicht mal die Addams Family Filme gesehen, deswegen. Ich auch nicht, ich habe mich immer gefragt, was ist das für ein Schuld? Ich bin da raus. Hat tatsächlich Spaß gemacht und ich freue mich tatsächlich auf eine 2. Staffel. Also so doof das ist. Nee, aber dadurch hat 1899 natürlich auch nicht die Zuschauerbase bekommen, die sie vielleicht hätte verdienen können. Ist nicht mega gut geschrieben, finde ich. Die Charaktere sind unspannend, verschiedene Prämissen funktionieren nicht ganz und es ist eben das Ende ist auch in Anführungszeichen recht faul. Deswegen da die Warnung, es kommen keine 2. und keine 3. Staffel. Wenn ihr keinen Bock habt auf Fragen, die unbeantwortet bleiben, lasst es sein. Ja, weil das wäre tatsächlich nämlich, glaube ich, meine Frage gewesen, weil ich fand ja, ich habe Dark, glaube ich, bis zum Anfang der 2. Staffel geguckt, weil ich fand da zum Beispiel, dass die 1. Staffel eigentlich ein sehr, sehr schönes Ende für alles geliefert hat. Und ich, ehrlich gesagt, nach der 1. Staffel gar nicht mal Lust auf eine 2. hatte. Ich mir dachte, eigentlich habe ich doch wahrscheinlich, so wie du sagst, jetzt nicht, aber eigentlich einen sehr schönen Zirkelschluss hier gerade, wo ich mir ungefähr denken kann, warum passiert ist, was passiert ist und wer der Vater von wem ist und wer sich selber gezeugt hat. Spoiler. Das ist jetzt bei 1899 nicht so, sagst du. Also da habe ich da auch so ein befriedigendes Erlebnis am Ende oder ist es wirklich so, dass ich mir denke... Nein, also pass auf, ich mache jetzt mal den Spoiler-Alert-Warner. Also wer die Serie noch nicht gesehen hat, jetzt kommt halt das Ding, was aber eigentlich auch recht obvious ist. Das Ganze findet halt in der Simulation statt. Also, ne, dieses Schiff, was man auch in den Trailern sieht und so weiter, und die Leute, die da sind, die finden in der Simulation statt. Alles, was da drumherum ist, ist so ähnlich wie auch in dieser Volume, in der sie das ja auch gedreht haben, ne? Also dieses, sag ich mal, diese Fortführung des Greenscreens, also eben wie auch bei The Mandalorian in so einem großen, ja, sag ich mal, Studio zu drehen, wo eine riesen Leinwand ist, von der tatsächlich auch die Orte direkt gezeigt werden können. Also eine riesen Kinoleinwand, wo du dann auch mit der Kamera quasi direkt die Hintergründe mit den Schauspielern mitfilmen kannst, was natürlich eine ganz andere Optik und ganz andere Möglichkeiten bieten. Was natürlich da so ein bisschen die Idee eigentlich ganz gut verschränkt mit der auch inhaltlichen Simulation, ja, ja, ja. Ne? Dass du dich dann auch gar nicht fragst, sieht alles ein bisschen so aus, als hättest du es in so einer Volume gedreht, aber es passt halt auch inhaltlich. So, Das war irgendwie alles gut. Jetzt habe ich vergessen, was jetzt die ursprüngliche Frage war. Ob ich trotz allem ein befriedigendes Ende bekomme. Genau, nein, oder genau. Also ob ich da sitze und mir denke, jetzt muss ich ein Jahr warten. Genau, du bekommst halt am Ende diese Antwort mit, es findet alles in der Simulation statt. Das heißt, in dem Moment, wo du das weißt in der Serie, und ich glaube, das findet so ab Folge 6 oder so, weißt du das, ist halt alles andere, die letzten beiden Folgen, die kommen halt auch super unspannend und super uninteressant, weil du weißt, eigentlich ist mir alles egal. Das heißt, das wird halt irgendwie aufgelöst und das ist dann halt auch irgendwie egal. Und es gibt dann noch von diesen tausenden Charakteren, die da stattfinden, gibt es irgendwie 8 Stück oder so, die überbleiben. Das sind dann eben die, die keine Simulation sind. Alle anderen Charaktere, die da sind Teil der Simulation. Und diese 8 Charaktere wachen dann am Ende in einem Raumschiff auf. Okay, also man zieht es dann einfach nochmal auf eine höhere... Genau. Ebene. Also es ist so ein bisschen, ich wollte sagen, vielleicht, aber gut, du hast gespoilert, ist auch, glaube ich, vollkommen okay. Ich hätte es gefragt, ist es eher so, wie wenn ich so Herr der Ringe 1 gucke, wo ich ja auch einen abgeschlossenen Film einfach habe, aber dann weiß, wenn ich Bock hätte, geht's noch weiter so, aber ich habe halt jetzt schon 3 Stunden Abenteuerfilm gesehen, wo was passiert ist und wo ich eine Heldenreise hatte. Oder ist es so wie Dune, wo sich dann am Ende ein Charakter in die Kamera dreht und sagt, und jetzt geht's erst richtig los. Ja, also tatsächlich, so fühlt sich's an, so ein bisschen wie bei Dune. Also am Ende wacht die Hauptprotagonistin, mit der du eigentlich durch die ganze Story gehst, wacht am Ende auf in diesem Raumschiff als Einzige. Alle anderen sind noch in diesen Simulationen. Das ist ja ein bisschen wie das Ende von Matrix Reloaded. Es ist halt, also im Endeffekt Matrix auf einem alten Schiff. Genau, so, aber die sitzen dann halt in diesem Raumschiff und wachen irgendwie auf und, oder sie wacht halt als Einzige auf und dann ist so dieses,
ja, jetzt geht's erst richtig los, weil was passiert in diesem Raumschiff? Ist das Raumschiff auch eine Simulation? Ne? Also, aber die Fragen, die alle ungeklärt bleiben, sind die Fragen, die sich während dieser Serie aufmachen, sind die ganzen Fragen nach eben, was wir auch bei Dark hatten, mit wer ist jetzt mit wem verwandt, wer ist von wem der Vater, Mutter, wer ist wahnsinnig, wer ist nicht wahnsinnig, wer stellt sich alles nur vor, ne? Also in wessen Traum spielt das alles? Das sind alles so Fragen, die halt offen bleiben und wo du dann sagst, Digi, ich würde jetzt schon ganz gerne irgendwie eine Antwort bekommen oder wenigstens dann in der zweiten Staffel die Antwort geliefert bekommen. So, das ist deswegen, wo ich sage, wenn ihr euch das jetzt alles angehört habt, viel mehr Spaß würdet ihr jetzt auch nicht haben mit 1899, falls ihr das gucken solltet. Die ersten Folgen sind atmosphärisch toll, gut gespielt, gut aufgenommen, gut gefilmt. Aber am Ende geht's halt völlig bananas und allein der Fakt, dass Netflix halt gesagt hat, nee, machen wir nicht weiter. Ich meine, die Serie war halt auch scheißen teuer, ne? Und wahrscheinlich lohnt es sich nicht, aber es ist halt echt ein Mittelfinger an alle Fans, die sich dann doch wünschen, dass es irgendwie weitergeht. Und Netflix geht es hier auch gerade nicht so gut, sage ich mal, mit sehr vielen anderen Streamingdiensten, die jetzt gestartet sind. Ich meine, Disney zieht nach und nach seine Inhalte weg von Netflix, Paramount jetzt mit Paramount Plus nach und nach. Das ist ja wirklich auch so die Frage. Ich habe zum Beispiel kein Netflix mehr tatsächlich, einfach weil ich gemerkt habe, das Einzige, was ich da gucke aktiv, ist zum 10. Mal Community. Also das ist halt, jeder von uns hat ja bestimmt auch so seine Essensserie. So. Und Community habe ich halt immer beim Kochen oder beim Essen geguckt. Und da bin ich halt irgendwann auch an dem Punkt, wo ich mir denke, ja, lohnt sich's da nicht vielleicht mehr, sich einfach mal das Boxset der Serie zu kaufen. Und ja, nee, genau. Aber ich wollte noch als Überleitung, ich habe mir, weil gesagt, der deutsche und also, nur ganz kurz, weil ich vorhin angeteasert hatte, ich habe zwei Sachen. Das andere stimmt, ist zwei Sachen, genau, nee, ich will das wirklich jetzt noch gar nicht so lange ausschlachten wie 1890. Im Westen nichts Neues, die Neuverfilmung. Ah, auf den wäre ich ja sehr gespannt. Ja, aber vielleicht machen wir eine eigene Folge mal. Genau, dazu. Können wir machen. Ich kann ja sagen, ich will jetzt nicht sagen, ich hatte sehr viel Spaß beim Gucken, weil das war absolut nicht der Fall. Ist ja auch ein Happy-Go-Lucky-Film, also, ne? Es ist sehr lebensbejahend auch. Absolut, sehr lebensbejahend. Ich habe die Vorlage, literarische Vorlage nie gelesen, da kannst du, du hast dich da ja intensiver mit beschäftigt, sicherlich mehr zu sagen, wie nah das dann auch an dem Roman dran ist. Ich glaube, sie haben vor allen Dingen noch so eine Side-Story hinzugefügt, die nicht im Roman ist, das ist diese ganze Verhandlungsgeschichte mit Daniel Brühl. Also handwerklich sehr, sehr auf einem absolut internationalen Niveau, also gar nichts zu meckern, das ist atemberaubend, also ist natürlich, ist irgendwie ein Mischmasch aus allen Kriegsfilmen, die jetzt auch die letzten Jahre so rausgekommen sind, also vor allen Dingen 1917 oder eben auch, was ist noch so rausgekommen, Soldat James Ryan ist jetzt schon ein bisschen her, aber grundsätzlich, gab es noch hier Hacksaw Ridge Hacksaw Ridge ist auch ein bisschen drin, also irgendwie alles so ein bisschen zusammengemanscht vom Look her, ne? Ich fand es sah immer sehr interessant glatt geleckt, obwohl es so dreckig war aus in den Trailern, so, also so ein inszenierter Dreck, ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine, so, ne, aber ja, so ein bisschen das, was auf einer Theaterbühne passiert, wenn sie sich im Dreck wälzen, ne, also genau. So ein bisschen hat es auch manchmal Vibes, die in die Richtung gehen, aber ich fand ihn dann doch schon erstaunlich hart und auch erstaunlich dreckig an vielen Momenten, wo du auch echt, also da hat es mir schon, also ich hatte Schwierigkeiten hinzugucken teilweise. Aber das für alle von euch, das muss bei mir auch nichts heißen, weil ich bin auch absolut kein Horrorzuschauer und ich bin auch habe ein recht leichtes Gemüt, was so härtere Szenen angeht. Aber sag ich mal so, im Westen nichts Neues hat mich da, ich will jetzt nicht sagen, an die Grenzen gebracht, aber es war teilweise schon so, ich dachte, wow, schon krass. Und auch rein von der Inszenierung, du hast ja eben da den, wie heißt der Haupt, Paul heißt der? Paul Böhmer heißt der. Böhmer, der genau. Ziemlich geil gespielt von einem sehr jungen Darsteller. Und auch wie das Ganze erzählt ist, also quasi aus seiner Perspektive, aus seinen Augen, aber dann auch so, dass du merkst, er ist halt auch nur einer von vielen. Also er könnte halt durch jeden anderen Soldaten, jungen Soldaten ersetzt werden. Aber das ist ja, denke ich, auch ein Thema, was ja auch in der Literatur, also in der literarischen Vorlage auch ein Thema ist, oder? Ist er auch so austauschbar? Das Spannende, also ich habe mich unter einem sehr bestimmten, oder ich glaube, ich würde echt gerne einen eigenen Podcast drüber machen. Lass uns mal sagen, du empfiehlst die neue Verfilmung, ich will sie nämlich unbedingt auch noch sehen. Meine andere Frage wäre es gewesen, ob du eine von den beiden anderen großen Verfilmungen gesehen hast. Es gibt ja eine von 1932, die jetzt gerade auch oder relativ kürzlich neu veröffentlicht wurde, erstmals in ihrer ungeschnittenen Fassung, weil das war ja auch so ein Film, der
damals von den Nazis dann aus dem Verkehr gezogen wurde, weil es eben ein Antikriegsfilm war und auch in der Forschung gerne so als der erste echte oder vielleicht auch der einzige echte Antikriegsfilm propagiert wird. Und es gibt, glaube ich, aus den 70ern noch eine Neuverfilmung aus den USA. Ich hätte jetzt diesen 2022er in der Presseverführung sehen können, bin aber zu früh gekommen. Also ich stand halt eine Stunde zu früh vorm Kino, war mir dann nicht sicher, ob das wirklich der Tag ist, hatte die Einladung nicht mehr dabei und dachte mir dann so, ja, stehe ich jetzt eine Stunde am Hauptbahnhof rum, dachte mir, nee, ist eigentlich auch nicht wert. Bin dann wieder gefahren und ja, ich hätte einfach nur eine Stunde warten müssen. Na, ärgerlich. Weil ich glaube, gerade auf der Savoy-Leinwand wäre das wahrscheinlich auch ein fettes Erlebnis gewesen. Also es ist jedenfalls, was ich von vielen Kolleginnen gehört habe, dass der im Kino nochmal deutlich immersiver war. Ich glaube, für 2 Tage lief er dann ja auch in Deutschland hier irgendwie im Kino. Muss das er macht ja, wenn Netflix er dann ja gerne für die Oscars. Er ist auch im Rennen auf jeden Fall, ne? Also ich glaube, er ist noch auf der Shortlist. Also auf jeden Fall bei den internationalen Filmen, aber hat auch, glaube ich, ein paar andere Nominierungsmöglichkeiten. Also man muss schon sagen, der Soundtrack ballert schon hart, ne? Das sind so ganz, ganz tiefe Bass-Sounds, die immer so reingedröhnt werden. Das ist schon deftig. Also den hätte ich gern, glaube ich, im Kino gesehen. Und natürlich hast du halt die ganzen Schüsse, Explosionen, das muss im Kino ein ganz viel immersiveres Erlebnis gewesen sein als vor dem iPad. Ach, das auch, ja, genau. Ja, ich habe alles auf dem iPad geguckt, weil das war alles während meiner Quarantäne. Ey, ich kenne das aber auch, ne? Also ich war ja früher auch mehr, sage ich mal, in öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs als jetzt einfach, weil ich dann auch ein bisschen weiter weg von der Uni gewohnt habe. Da guckst du die Filme halt auf dem Handy und das ist manchmal natürlich schade, wenn es die großen 70mm Meisterwerke der Filmgeschichte sind und du dir denkst, ja, ich fand den Lorenz vom Arabien jetzt nicht so beeindruckend, aber... Ich hab den die ersten 10 Minuten wieder da auf dem Kamel geritten, ist Janisch gesehen, weil er war so klein auf dem Handy. Ja, das ist ja tatsächlich wirklich die Story, dass früher, als du noch diese Vollzoom-VHS-Kassetten hattest, die eben das Ultra 21, ist ja nicht mal, ist 21:9, ne? Oder ist es sogar noch mehr mittlerweile, oder noch mehr? Ich glaube, das war noch, also noch also gestauchter. Noch gestauchter, genau, die das halt nicht wiedergeben konnten, halt mit so einem Pan-and-Scan-Zoom gearbeitet haben und halt wirklich dann so ältere Kollegen von mir dann wirklich erzählt haben, dass du halt, es gibt da ja so eine Szene, wo Omar Sharif wirklich 5 Minuten lang auf dem Brunnenzug halt, also du hast auf einer großen Leinwand ein tolles Panorama von Peter O'Toole, der da vorne im Bild an einem Brunnen sitzt und im Hintergrund kommt ganz klein Omar Sharif und er wird immer größer und er wird immer größer. Und alle meinten eben, ja, das hast du auf dem Fernseher aber halt nicht gesehen, weil der Bildausschnitt eben Peter O'Toole vor dem Brunnen war und sich alle gefragt haben, warum zum Geier man sich denn jetzt 5 Minuten angucken muss, wie der Typ da vor dem Brunnen sitzt. Da kann man, glaube ich, vielleicht schon dankbar sein, dass wir heute in so einer Zeit leben, wo das nicht mehr passiert. Ja gut, aber es ist halt die Frage, ob du es lieber in 4:3 nicht siehst, weil es halt nicht draufpasst, oder lieber auf dem Handy nicht siehst, weil es halt viel zu klein so ist. Ja, oder halt, genau, oder halt einfach auch viel zu schmal. Ja, nee, cool, im Westen nichts Neues, habe ich auf jeden Fall auch Lust. Können wir gerne mal was ausführlich zu machen, gucke ich mal in meine alte Hausarbeit rein. Ja, ich bin mal sehr gespannt, was du dazu sagst, tatsächlich. Genau, wir wollen als Hauptfilm über Babylon reden und der hat den deutschen Untertitel Im Rausch der Ekstase und ich habe mir deswegen noch so ein paar andere Filme über Ekstase und übers Feiern angeguckt und einer davon ist ein, sage ich mal, legendärer Flop der jüngeren Filmgeschichte, nämlich Studio 54 von, ich muss seinen Namen immer nachgucken, Mark Christopher. Hat danach auch nie wieder was Großes gemacht, war, glaube ich, sein Debütfilm aus dem Jahr 1998 und geht natürlich um die legendäre Diskothek Studio 54 aus den 70ern in New York, wo eben der, wie sie im Film auch selber sagen, der Müllmann mit den Stars tanzen konnte. Also sind große Stars hingegangen wie Andy Warhol, John Travolta und all solche Leute, aber auch ganz normale Leute. Ist vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit dem Berghain heute. So, also strikte Tür, war auch schon so ein Prestige-Ding da reinzugehen. Sehr verrucht, alles sehr ekstatisch, sehr wild, sehr hedonistisch. Und der Film folgt dem zu Beginn des Films 19-jährigen Shane, gespielt von Ryan Philippe, der für diesen Film auch eine goldene Himbeere bekam. Ich würde sagen, zu Recht, aber das tut dem Film absolut keinen Abbruch. Der eben in diese verruchte Nachtwelt hereinstolpert und von Steve Rubble, das ist tatsächlich der echte Clubbesitzer, gespielt von Mike Myers, also dem Austin Powers-Typen, unter seine Fittiche genommen wird und dann entbrennt sich, sage ich mal, so eine genre-typische Aufstieg- und Fallgeschichte voller Sex, Drogen und... Und Rock'n'Roll. Ja, eher Disco, ne? Also ich weiß, ich wollte das nur sagen, weil es sich anhört also, immer. War gut. Ich meine, ihr kennt die Story. Das Besondere an diesem Film ist, dass
der bei Testvorführungen absurd schlecht ankam. Und das Studio, Regisseur Christopher, zwang, das Ganze nochmal umzuschneiden. Sämtliche homosexuellen, ich will es gar nicht mal mehr Untertöne nennen, also sämtliche, sagen wir, die Bisexualität seiner Hauptfigur auf ein Mindestmaß zu drosseln. Und also der Film, der rauskam, hatte, sagte Christopher selber, immer wenig mit dem Film zu tun, den er machen wollte. Und jetzt begab es sich so, dass 2016 er zur Berlinale tatsächlich seine Director's Cut-Schnittfassung aufgeführt hat. Also auf der einen Seite enthält der Film, glaube ich, 39 Minuten neues Material, hat gleichzeitig aber auch 25 Minuten aus der Kinofassung rausgeschmissen. Das heißt, ihr habt jetzt gar nicht so einen großen Laufzeitunterschied zwischen den beiden Fassungen. Die bummeln sich beide so bei bummelig 90 Minuten ein. Ich würde wirklich empfehlen, diesen Director's Cut zu schauen. Den gibt es auf einer sehr schönen Blu-ray. Die Director's Cut-Szenen sind sehr einfach auszumachen, weil es gibt auch eine Texttafel am Anfang, in der eben steht, dass das Original-Negativ des Films zerstört wurde. Und die Szenen, die sie reingespielt haben, ist halt von so einer VHS-Kopie, die sie da reingeschnitten haben. Entsprechend sieht das auch aus. Das ist so vergleichbar. Ich weiß nicht, ob jemand von euch mal diese neue Fassung von Die Sieger von Dominik Graf gesehen hat. Ungefähr so kann man das vergleichen. Und ich muss sagen, ich fand den Film richtig, richtig gut. Er funktioniert in seinen Nachtclub-Szenen sehr, sehr gut und er funktioniert immer dann nicht, wenn halt das Putzlicht angeht und die Figuren wieder nach draußen müssen. Also fast ein bisschen wie so ein echter Feier-Club-Abend. Studio 54 kann ich wirklich nur empfehlen, vor allem, weil es halt einer der wenigen Hollywood-Filme ist, die auch so ihren Rausch und ihre Ekstase, ihren Hedonismus wirklich ernst nehmen und da halt nicht verschämt zur Seite gucken, sondern eben ihre Hauptfigur auch, wie gesagt, ja willentlich partizipieren lassen dabei. Und man merkt auch, dass der Mark Christopher, der Regisseur, da wirklich Spaß dran hat, seine Ryan-Philippe-Hauptfigur da durch dieses sündhafte Treiben treiben. Das war schlecht formuliert. Genau, aber wann siehst du halt sonst in so einer Hollywood-Mainstream-Produktion mal zum Beispiel einen bisexuellen Hauptcharakter, der auch offensichtlich bisexuell ist und der Film tabuisiert und auch problematisiert das eben überhaupt nicht. Studio 54, wenn ihr die Chance habt, schaut doch mal rein. Blu-ray kriegt man relativ günstig und der ist auch immer mal wieder bei Prime oder so im Stream. Cooler Film. Ja, guter Hinweis. Also ich muss sagen, so als Vorbereitung dazu, speziell habe ich mir auf jeden Fall nichts angeguckt. Also ich wusste auch ehrlich gesagt, ich bin in diese Pressevorführung reingegangen, ohne auch irgendwie genauestens zu wissen, worum es geht. Also ich glaube, ich habe mir nicht mal den Pressetext dazu durchgelesen. Ich wollte das mal so ein bisschen auf mich zukommen lassen. Ja. Und habe dann schnell gemerkt, gut, du hast auch irgendwie viel schon gesehen, also worauf sich der Film anlehnt. Also gerade Once Upon a Time in Hollywood von Tarantino fand ich, war jetzt ein Film, der sich doch, also da lehnt sich der Film vom Stil her, vom Gefühl her sehr an. Von der Besetzung her. Von der Besetzung her, genau. Wir haben, das habe ich mir auch aufgeschrieben, das ist nach dem Film hat Margot Robbie schon zweimal zu einer Kino-Einlass Tante den Satz gesagt. Ich spiele in dem Film. Ja, genau. Ja. It's me in the film. In the movie. Nee, it's me in the movie. I'm in the movie oder irgendwie sowas. Aber auf jeden Fall ähnelte sich allein der Satz schon sehr. Ja. Also das ist schon irgendwie so ein Film, der da eben sehr entscheidend für ist. An sich, glaube ich, hatte Chazelle auch so ein bisschen Anspruch, einen riesen Epos zu machen. Also so ein Epos à la Mean Streets vielleicht sogar. Das weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall hatte ich so zwischendurch das Gefühl. Er sagt in Interviews tatsächlich, dass er getrieben war von den großen, ich möchte noch nicht zu polemisch werden an dieser Stelle, dass er gesagt hat, er war inspiriert von den großen Hollywood-Epen, wie zum Beispiel Der Pate. Da würde ich jetzt sagen, das ist aber New Hollywood, mein Lieber. Also das, wenn mir jemand sagt, ich bin inspiriert von den großen Hollywood-Epen, würde ich sagen, er meint die goldene Zeit von Hollywood, also die 50er, also er meint so Kleopatra oder die 10 Gebote oder Ben-Hur, also Filme, die auch wirklich mit ihrer Pomposität dich überwerfen wollen. Also ich meine, an Kleopatra ist ja das Studiosystem damals einfach zerbrochen, weil der Film zu teuer war. Und diese New Hollywood eben, klar, da gab es auch sowas wie Heaven's Gate, woran dann halt New Hollywood zerbrochen ist, weil der Film zu teuer war und weil man dem Regisseur zu viele Freiheiten gelassen hat, aber diese New Hollywood eben funktionieren ja eigentlich anders, also es sind ja eher charaktergetriebene Filme dann zum Beispiel, während eben diese goldenen Hollywood-Filme eher materialgetrieben sind. Also Chazelle sagt eben, er wollte einen Film drehen, wie eben zum Beispiel Der Pate, über Figuren und sich verändernde Zeiten und wie diese Figuren sich darin verändern. Man könnte also sagen, wenn jeder große amerikanische Autor oder Autorin The Great American Novel schreiben möchte, dann hat, glaube ich, Chazelle hier auch versucht, seinen Great American Film zu drehen. Aber es ist
ein in Anführungszeichen wichtiger Film über eine wichtige Zeit mit großen Menschen, der was zu sagen hat, der uns was beibringen möchte, der auf eine vergangene Zeit zurückblickt. Das ist per se schon wahnsinnig episch. Also es ist tatsächlich ein Epos im wahrsten Sinne des Wortes. Und wir fanden es beide, glaube ich, okay. Genau, ja, okay, mit mal Ausschlägen in die Richtung, mal Ausschlägen in die Richtung. Ich glaube, im Endeffekt gibt es ideologisch viel zu kritisieren, ja, ja. Wo wir auch gleich auf jeden Fall drauf eingehen werden. Man muss halt dazu sagen, handwerklich, und auch da werden wir noch mal detaillierter drauf eingeben, kann man da gar nichts zu sagen. Also ich glaube, wenn der Film bei den Oscars gut ist, mit Avatar hast du natürlich einfach rein technisch einen sehr, sehr schwierigen Mitstreiter, wirst du da, also wäre ich jetzt nicht angewidert, wenn der viele von den technischen Kategorien gewinnt. Ich glaube auch, also eine Kamera, eine Ausstattung. Ausstattung auf jeden Fall. Da werden wir vielleicht dann nochmal drauf eingehen. Ich weiß jetzt nicht, womit wir am liebsten anfangen. Hast du eine Präferenz? Wir könnten ja einmal grundsätzlich erklären, worum es geht. Vielleicht für die Leute, die den Film noch nicht gesehen haben. Oder vielleicht noch überlegen, ob sie rein möchten. Also, Babylon, ich muss den dummen deutschen Untertitel im Rausch der Ekstase. Ich habe den ja vorher auch nicht gelesen. Ich dachte so, ist es nicht eigentlich auch falsches again? Deutsch? Im Rausch der Ekstase? Wie jetzt ist denn, was wäre denn für dich richtig? Ich weiß nicht, es hört sich halt einfach falsch an. Also so gefühlt. Naja, ich finde halt Rausch und Ekstase ist halt irgendwie das doppelt moppelt sich halt irgendwie, ne? Das aber war gut, auf jeden Fall. Da hat man vielleicht mal den Praktikanten, den. Ja, genau, komm, denk dir mal einen dummen deutschen Untertitel. Es war Schnitzeltag in der Kantine und alle wollten schnell zum Essen. Ja, ich musste halt schnell gehen. Ich verlese jetzt, die Bahnhofskino-Boys verlesen ja immer die Inhaltsangabe von der OFDB, also von der OFDB-Filmseite, weil die manchmal falsch sind. Und wir müssen noch, du manchmal merkst, dass die Person, die da die Inhaltsangabe geschrieben hat, den Film wahrscheinlich vor 20 Jahren gesehen hat und sich jetzt so aus dem Kopf dran erinnert hat, was da ungefähr passiert ist. Ich habe mir jetzt mal Kino.de rausgesucht. Ja, was passiert denn in Babylon? Mit großen Ambitionen im Gepäck reist der mexikanische Immigrant Manny Torres, gespielt von Diego Calva, in die boomende Filmstätte nach Hollywood während der 1920er Jahre. Filmstar Jack Conrad, Brad Pitt, gelingt es nicht nur mit Leichtigkeit, die größten Filme seiner Zeit zu stemmen. An seiner Seite wird die Nachwuchsdarstellerin Nellie LeRoy zu einer gefragten Größe. Als sich die Filmindustrie mit dem Aufkommen des Tonfilms 1927 massiv ändert, stehen jedoch die Karrieren von Stars und Belegschaft auf dem Spiel. Um den Übergang zu erleichtern, wird die Showbiz-Journalistin Eleanor St. John, Jean Smart, auf den Plan gerufen, um den großen Stars zu zeigen, wie ihre Karrieren fortbestehen können. Okay. Mit der großen Änderung stehen jedoch ebenso die ausufernden Partys und Drogenexzesse auf dem Spiel, die zur damaligen Zeit gang und gäbe sind. Ja, das ist die Inhaltszusammenfassung von Kino.de. Ich würde hier und da dezent widersprechen wollen, aber so ganz grundsätzlich stimmt es schon. Es geht um Hollywood, es geht um die Traumfabrik und es geht um Hollywood im Wandel der Zeit, eben von der Stummfilmzeit über die, bis in die Tonfilmzeit und dann im Epilog ein bisschen in die 50er. Also wir erleben das Erblühen von Hollywood und seinen Niedergang, könnte man sagen. Großen Beginn des Studiosystems und ungefähr sein Ende. Und eben anhand dieser, hier werden uns drei Hauptfiguren präsentiert. Man könnte noch, ich muss den Darsteller dazu eben einmal raussuchen, man könnte noch eine vierte Person mit nennen, nämlich, ich glaube, Sidney hieß er, eine Person of Color, die später nochmal, also so noch ungefähr 90 Minuten des Films dazukommt. Aber grundsätzlich verhandelt Chazelle eben anhand dieser drei bis vier Figuren verschiedene Positionen aus Hollywood. Jovan Adepo ist es als Sidney Palmer, der später nochmal wichtig wird. Ja, Moritz, was sind so komplett von allem anderen deine ersten Eindrücke von Babylon gewesen beim Rausgehen? Beim Rausgehen? Okay. Ja, also erstmal, glaube ich, war ich so ein bisschen auch erschlagen. Also erstmal musste ich auf Toilette. Das war mein erstes Ding. Waren ja auch drei Stunden. Genau, das ist nämlich das, worauf ich jetzt im Endeffekt erstmal hinaus möchte. Der Film war, fand ich, einfach viel zu lang. Ich weiß nicht, ob ich jetzt gleich mit diesem Negativen anfangen möchte oder vielleicht auch erstmal sagen möchte, was ich positiv fand. Weil das bedingt sich auch irgendwie so ein bisschen oder widerspricht sich irgendwie alles in sich. Also erstmal fand ich Diego Calva als den Manny Torres unfassbar gut. Also den würde ich gerne auch noch mal in weiteren Filmen sehen. Ich glaube, der hatte bisher vor allen Dingen in Narcos mitgespielt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Genau, es scheint, wenn ich das richtig gelesen habe, auch so sein US-Filmdebüt oder auf jeden Fall sein US-Hauptrollendebüt zu sein.
Ja, also den fand ich im Endeffekt, als ich rausgegangen bin, dachte ich, wow, schön, endlich mal ein frisches Gesicht wieder auf der Leinwand zu sehen und auch, auch echt jemand, der auch mehr als zwei Ausdrücke kann und auch irgendwie diese Rolle glaubhaft, also auch vor allem diese starke Entwicklung, die diese Rolle ja auch durchmacht. Also am Anfang als niemand, der von dem Elefanten, der ja auf diese Party da, diese erste ekstatische Party bringen muss, angeschissen wird, im wahrsten Sinne des Wortes, und dann da über diesen hohen Berg, ist natürlich auch ein großes Zeichen für diesen steinigen Weg, den er noch vor sich hat. Auch so ein Sisyphus-Bild auch schon gleich am Anfang da drin, ne? Genau, ja. Also auf jeden Fall clever, die ganzen Metaphern, mit denen Chazelle uns hier zudröhnt, im wahrsten Sinne des Wortes. Hin zu eben diesem, ja, großen Hollywood-Produzenten, der gucken muss, wie er auch sein Geld irgendwie verwaltet und wie er auch mit den neuen, mit den neuen Richtungen des Hollywood-Kinos mitgeht oder halt auch eben nicht. Also wirklich fantastisch gespielt, war ich sehr überzeugt von, und auch da würde es mich jetzt nicht wundern, wenn da vielleicht eine Oscar-Nominierung kommt. Aber das kann auch sein, dass das vielleicht glaube ich auch. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass wahrscheinlich Brad Pitt den Hauptdarsteller, die Hauptdarstellernominierung kriegt. Und ich könnte mir vorstellen, dass Herr Calvas eher den Nebendarsteller bekommt. Ja, obwohl wenn du dir so die ganzen, auf Letterboxd wird das, glaube ich, immer nicht so ausgewiesen, aber wenn du dir mal Texte anguckst, da wird schon auch von Hauptrolle wird schon gesprochen, okay. Bei dem Mandy Torres, also Diego Calva. Tatsächlich als Nebenrolle gesprochen von Brad Pitt. Ich hätte, glaube ich, beim Gucken gedacht, dass es ein Film wäre, die Academy hat ja häufig mal so Momente, wo du dir denkst, ach ja, wirklich, das ist eine Nebenrolle? Okay. Genau. Also, dass zum Beispiel J.K. Simmons in Whiplash, könnte darüber diskutieren, ist es eine Nebenrolle? Ist es nicht vielleicht die zweite Hauptrolle? Also das Problem natürlich an diesem Film, was heißt Problem, ist, es sind de facto vier Hauptfiguren, vielleicht sogar fünf. Man weiß nicht so richtig und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch unser größter Problem, unser größtes Fragezeichen an diesem Film, ist einfach der Fokus des Films. Wir sind jetzt ja beide auch, wir haben beide Literaturwissenschaften studiert und, oder du hast dich eher auf die Theaterwissenschaften spezialisiert, aber wir haben beide so Grundwerkzeuge der Literaturwissenschaft. Die kann man natürlich nicht ohne Probleme auf den Film übertragen, aber ich glaube, uns beide interessiert durchaus eine Fokalisierung und ein Fokus von Geschichten einfach. Also wer erzählt die Geschichte und warum erzählt jemand und wie wird das erzählt? Und ich habe sehr viel über Babylon nachgedacht und das tue ich wirklich nicht über jeden Film. Das heißt, das muss ich ihm wirklich anrechnen. Und das tun Chazelles Filme immer, die bringen mich immer zum Nachdenken, weil ich immer sehr viele Fragezeichen habe, wenn die rauskommen. Und ich weiß noch nicht, ob es eine Qualität von ihm ist oder eine Nicht-Qualität. Ich frage mich halt immer noch, warum existiert, also ich weiß, warum der Film existiert, sagen wir so, aber warum hat Chazelle diesen Film gedreht? Was möchte er uns über Hollywood sagen? Und warum stellt er das so dar, wie er es darstellt? Um jetzt nochmal eben ganz kurz auf deinen ersten Punkt zurückzukommen, die Problematik oder die Herausforderung, sich die Figur herauszusuchen oder überhaupt erkennen zu wollen, welcher Figur wir jetzt am ehesten folgen wollen und welche jetzt auch die Figur ist, die uns als Zuschauer irgendwie, ja, mit der wir die Bindung irgendwie aufbauen müssen und die uns in den Film reinzieht. Ich finde, da kann man eigentlich ohne große Umwege sagen, dass das schon der Manny wahrscheinlich wird ausgesprochen. Er heißt ja eigentlich Emmanuel und dann ist ja der große Moment irgendwann, dass er sich dann Manny nennt. Die Amerikanisierung des Immigranten vorangeht. Also an dieser Manny-Figur verhandeln wir halt diese klassische vom Tellerwäscher zum Millionär Aufstiegs-American Dream-Geschichte. Genau, und warum man sich dann auch eben mit ihm identifiziert, ist natürlich dieses klassische Fish-Out-of-the-Water-Prinzip, wie auch bei Harry Potter zum Beispiel. Du kommst eben mit dieser Figur in diese neue Welt rein, für Manny ja dann eben die neue Welt, dieser riesen Hollywood-Produktion der Filmwelt generell. Und durch ihn lernen wir irgendwie alles kennen. Lernen wir auch so ein bisschen mit der Figur von LaRoy, wie heißt sie noch mit Vornamen? Nelly LaRoy. Lernen wir sie auch so ein bisschen aus ihren Augen kennen. Dann natürlich die andere Seite. Also das ist schon jetzt nicht ganz so doof gemacht, dass du eben halt die Blicke hinter die Kulissen eher mit dem Manny mitbekommst und die Sachen, die eben vor der Kamera stattfinden, eher mit der Nelly.
Trotzdem ist der Fokus halt nicht da. Und ich habe mich halt schon auch gefragt, wozu jetzt noch diese Jazzmusiker-Geschichte so dringend notwendig gewesen wäre. Also Brad Pitt, okay, wollte er wahrscheinlich gerne haben und ist natürlich auch irgendwie dann derjenige, so ein bisschen auch die Vaterfigur vielleicht irgendwo ein bisschen, die eben auch so ein bisschen erklärt und auch zeigt, wie das aussieht, wenn man eben alles erreicht hat, was man erreichen kann. Natürlich hat dann auch der seine Fallgeschichte, aber anderes Thema. Aber ich habe halt eben diese Jazz-Figuren nicht ganz verstanden. Also nur vor dem Hintergrund, dass wir alle wissen, dass Chazelle ein großes Fable für den Jazz hat. Er ist natürlich, also diese Sidney-Figur ist natürlich, sage ich mal, die einzige komplett integre Figur des ganzen Films. Beziehungsweise die einzige Figur, die ihre Prinzipien brechen muss. Also es müssen alle irgendwann, aber er ist der Einzige, der danach aussteigt. Also es gibt eine, wir werden ein bisschen spoilern, sag ich mal. Also die Frage ist, wie viel man mit diesem Film spoilern kann. Denn ihr wisst wahrscheinlich alle, dass der Stummfilm irgendwann geendet ist und es einen Tonfilm gab. Und viele der Leute sind, sage ich mal, auch an reale SchauspielerInnen angelehnt. Also am deutlichsten, glaube ich, ist es halt bei Margot Robbie als Nelly LeRoy. Die ist so ein bisschen so eine Auto- oder so eine fiktive Bearbeitung von der Schauspielerin Clara Bow, die auch so sollte, als das erste It-Girl der 20er galt. Und diese Sydney-Figur geht jetzt eben als eine der ersten People of Color in das Hollywood-Business, wird von dem Manny Torres da auch reingebracht, weil dem ein sehr gutes Gespür für einen neuen Markt hat oder für die sich verändernden Zeiten in Hollywood. Und dann gibt es eben einen, fand ich auch sehr niederschmetternden Moment, in dem Manny eben den Sidney zwingt, sich so eine Theaterschminke aufzuschminken, damit seine Haut in den Studioscheinwerfern und dann am Ende auf dem Film auf der Leinwand besser aussehen würde. Oder sich quasi den anderen... Es geht so ein bisschen um Studiolicht und den anderen People of Color annähert, damit es ein gleiches Bild gibt, in Anführungszeichen, jetzt hier alles gerade, ne? Das erinnert natürlich so ein bisschen an Spike Lees Film Bamboozled. Das hat ein ähnliches Thema. Und das bricht diese Sydney-Figur. Also danach sagt sie, das macht sie, aber danach sagt sie, okay, ich bin raus. Und das ist, sag ich mal, die einzige Figur, die auch sowas wie ein Happy End bekommt. Die darf halt am Ende dann glücklich in ihrer Jazzkapelle spielen. Mit allen anderen Figuren ist Chazelle nicht so nett. Du meinst ja gerade, Manny ist so unsere Identifikationsfigur. Ich finde, für die erste Stunde stimmt das auf jeden Fall auch, wo wir das vor allem größtenteils durch seine Augen erleben. Es ist jetzt aber ja auch so, dass diese Todesfigur, sie verrät ihre eigene Identität, indem sie eben sich nicht mehr Emmanuel, sondern Manny nennt. Und sie wird ja auch wirklich zum krassen Opportunisten und fast auch Despoten, wenn man so sagen möchte. Also er zwingt eben diese Person of Color, sich da umzuschminken. Er versucht, die Nelly LeRoy-Figur, also Margot Robbie, umzumodeln, damit sie auf die sich immer wandelnden Zeiten neu raufpasst. Ihm ist auch durchaus jedes Mittel recht, um zum Erfolg zu kommen. Und das fand ich beim Gucken halt auch merkwürdig. Also ich verstehe, glaube ich, was Chazelle da machen möchte. Er möchte uns halt sagen, Hollywood ist so ein System, was alle bricht. Weil, wie gesagt, jede Figur muss sich selber irgendwann verraten in diesem Film. Aber daraus folgt halt nichts. Also da gibt es keinen kathartischen Moment für die Figuren raus. Er hat ja den Paten als Referenzbeispiel selber genannt. Es gibt halt nie den Moment... Es gibt halt nie diesen lässt die Tür vor Kay schließen Moment, wo du als Zuschauer auch merkst, oh, jetzt ist es wirklich irreversibel ein anderer Mensch geworden. Aber dafür ist Chazelle dann halt zu unentschlossen, so vor echten Konsequenzen, fand ich dann dabei. Also es ist so die Illusion irgendwie von, da passiert jetzt wirklich was. Genau, also es gab, stimme ich dir zu, also ich will jetzt nicht sagen, so dass es den kathartischen Moment nicht gab. Es gab schon so ein paar Momente, wo du dann schon auch irgendwie so ein paar Momente hattest, wo ich dachte, okay, jetzt langsam, ne? Merkt das oder kannst du da was erkennen? Aber es war irgendwie so ein Schnips und auf einmal von der einen Szene auf die anderen war er irgendwie dieser andere Typ. Das war irgendwie auch sehr viel durch Maske und irgendwie Haare auf einmal nach hinten gegelt und nicht mehr irgendwie vorne so ein bisschen runterhängen lassend. Aber es war irgendwie auf einmal ein Change von so 180 Grad einmal gewendet, so gefühlt. Genau, was ja auch funktionieren kann, oder das will ich gar nicht sagen. Ich glaube, das Problem des Films ist eben, dass er mit Beginn seiner dritten Stunde, man kann fast sagen, jede dieser Stunde ist fast ein eigener Film schon irgendwie wieder. Aber mit Beginn dieser dritten Stunde schlägt der Film plötzlich wieder eine Wandlung ein, wo er plötzlich wieder ganz große Gefühle von uns möchte, wo wir vorher halt 2 Stunden eher
sehr distanziert, vielleicht, wenn ich sogar angeekelt auf die Figuren geguckt haben. Das wäre nämlich auch mein nächster Punkt, dass ich finde, dass Chazelle seinen Figuren halt überhaupt keine Empathien gegenüber zeigt oder aufbringen kann. Ich glaube, er mag, also ich hatte das Gefühl, er mag die nicht wirklich. Er erniedrigt sie fast alle dauerhaft. Also wie gesagt, Tordes wird ganz zu Beginn des Films halt von diesem Elefanten, von der Elefantenscheiße. Ja, wo man sich auch generell durch den ganzen Film fragen muss, wie nötig sind diese ganzen Fäkalien. Genau, Margot Robbie kotzt mehrmals im Film. Bei Brad Pitt weiß es gerade gar nicht mehr. Ich glaube, Brad Pitt Pinkel. Es gab ganz am Anfang in dieser ersten Partysequenz, gibt es dann Golden Showers auf genau, irgendwelche Golden Showers auf einen natürlich auch komplett übergewichtigen Produzenten, der aussieht wie ein Walross. Ich weiß gar nicht mehr, was mit Brad Pitt passiert. Aber gut, Brad Pitt weint dann irgendwann sehr viel. Ja, was ich glaube, Manny. Manny pinkelt sich noch ein irgendwann. Und das kann man ja auch machen. Das will ich gar nicht sagen. Also man kann ja auch, sage ich mal, diese Art der derben römischen Satire jetzt fast schon, also irgendwie Satirikon oder sowas, verfahren. Das Problem ist aber, dass ich das Gefühl habe, dass der Film dann teilweise doch wirklich echte Empathie mit seinen Figuren von uns fordert, wenn eben nämlich Brad Pitt als Jack Crawford am Ende seiner Karriere und auch fast seines Lebens zusammenbricht und merkt, dass er ja so ein Schnips in Candle in the Wind ist, um es mit Elton John zu sagen. Also dass er das, wofür er sein Leben lang gelebt hat, dass es jetzt egal ist, weil er eben nicht sprechen kann und deswegen für den Tonfilm nicht mehr relevant ist. Das soll uns, glaube ich, schon berühren, aber wenn, wie gesagt, der Film mir ihn vorher als den lustigen Trinker gezeigt hat, dann fällt das irgendwie sehr schwer, weil ich mir dann auch denke, es ist sehr schizophrenisch, also was möchtest du denn jetzt von mir? Ich glaube, es funktioniert halt nur ein Modus, so den man dann konstant durchziehen muss. Margot Robbie macht ihre Sache grundsätzlich schon gut, finde ich. Vor allem gerade dieser erste Moment, wo sie auf die Party kommt und dieses rote Kleid trägt. Also das ist wirklich ein Moment, wo ich sagen würde, also Margot Robbie war ja schon vorher ein Star, aber wenn sie vorher keiner war, das ist der Moment, wo Margot Robbie in den Film Olymp aufgehoben wurde. Also ich habe sie mir ja auch aufgeschrieben als die Darstellerin, die den Film natürlich auch irgendwie mitträgt. Also mal davon abgesehen, die Kostüme, sowieso der Hammer, die komplette Ausstattung, auch vor allem dieses Kostüm, da habe ich mir auch irgendwie ein, zwei Making-ofs zu angeschaut, dass sie da auch wirklich geguckt haben, dass gerade dieses erste Kostüm, was ja wirklich, also das ist ja schon, das ist so einfach, aber halt auch irgendwie so schön, ne? Nee, also du siehst sie schon aus dem Auto aussteigen und, genau, und sie reißt den Film einfach genau, an. Genau, und da haben sie dann aber auch darauf geachtet, dass das eben so ein Kostüm ist oder halt eine Kleidung, die zum einen super einfach sehr edel aussieht, aber auch so aussieht, als hättest du sie selber machen können. Genau, ja, weil wir dann ja auch irgendwann erfahren, sie kommt eigentlich aus sehr ärmlichen Verhältnissen und ist wirklich nur zu dieser pompösen Party gegangen, obwohl sie in so einem Loch, will ich fast sagen. Genau, sie wohnt da mit ihrem Vater. Übrigens, also es gibt sehr viele schöne Gastauftritte in den Filmen von auch bekannten Leuten. Also Eric Roberts, der weniger bekannte Bruder von Julia Roberts, ist ja so ein B-Movie-Recke. Spielt eben ihren Vater, genau. Und sie schleicht sich eben mit Hilfe von Emmanuel auf diese große Filmparty, mit der Film auch beginnt, und wird da entdeckt und steigt dann zum großen Starlet der 1920er auf. Aber das ist ja auch das Postermotiv, sag ich mal, wie sie da durch die Menge getragen wird und diese Zigarette im Mund hat. Das ist vielleicht fast auch schon das Highlight des Filmes, aber das ist, würde ich sagen, wirklich Margot Robbie's Star-Make-Moment. Also das ist Es ist einfach ein tolles Bild. Es ist ein tolles Bild und ich glaube, das wird auch das Bild sein, wenn Gott bewahre, sie irgendwann stirbt. Das ist, glaube ich, das Bild, mit dem man sie, wenn sie jetzt nicht noch was Größeres macht, in Erinnerung behalten wird. Also das ist ihr Marilyn Monroe steht über der U-Bahn und oder um nicht immer nur bei den Frauen zu sein, das ist ihr Richard Gere im Auto bei American Callboy. Nicht American Callboy, American Gigolo. Ihr wisst, was ich meine. Der Film selber mag diese Figur aber nicht, hatte ich sehr stark das Gefühl. Das macht Chazelle sehr gerne. Ich weiß nicht, ob Chazelle ein Problem mit Frauen hat. Er hat auf jeden Fall ein Problem damit, gute Frauenrollen zu schreiben. Die Frauen in seinen Filmen sind eigentlich immer die, die entweder den Mann am Erfolg hindern, weil sie das große Ganze nicht sehen. Das ist bei Whiplash so, das ist auch bei First Man so. Wir erinnern uns, bei Whiplash beendet Miles Teller ja die Beziehung mit seiner Freundin, weil er eben sagt, du hinderst mich daran, Schlagzeuger zu sein. Und der Film ist da schon sehr auf seiner Seite. Also da wird die Freundin schon geframed, als die hält dich halt auf. Und bei First Man gibt's halt immer so merkwürdige Schnitte, während Ryan Gosling da auch bei der NASA ist und die Menschheit voranbringt, auf halt seine Frau, die wird da von Claire Foy gespielt in dem Film, wie sie halt die Kinder hütet.
Und man fragt sich auch immer so ein bisschen, Damien, was soll denn das? Und dann gibt es, bevor Armstrong, beziehungsweise Ryan Gosling, als Armstrong dann ins All fliegt, eine Szene, in der seine Frau eben reinkommt und sagt, er solle sich bitte noch von seinen Jungs verabschieden, weil vielleicht kommt er ja nicht zurück, denn es gibt ja eine Chance, dass diese Raumfahrtsmission scheitert. Und der Film präsentiert uns das schon so, als dass sie hier gerade nicht versteht, wie ihr Mann sich opfert für Amerika. Also, dass das er ja für den Fortschritt lebt und sie hält ihn da mit dieser Familie auf. Das habe ich, also das ist sowieso ein Gedanke, der sich viel findet in Chazelles Film. Dieses alles für den Fortschritt tun. Ich meine, du findest jetzt diese Frage der Frauenfiguren bei Margot Robbie jetzt nicht so explizit in dem Sinne wieder, wie du es jetzt gerade mit den anderen Figuren beschrieben hast. Du hast nur eben nur diese Szene, wo sie dann auf einmal auch wieder zugeguckst bei Manny, als er dann schon ein bedeutender Produzent eigentlich geworden ist, wieder auftaucht und irgendwie um sie seine reißt Hilfe, ihn ins Verderben. Genau, um seine Hilfe bettelt und dann eben tatsächlich auch quasi eher zur femme fatale wird. Mehr. Das wollte ich auch gerade sagen. Das kann man natürlich jetzt gattungsmäßig wieder argumentieren, dass wir hier schon am Ende der 30er sind und eben die Noir-Filme ihren Einzug erhalten. Ich weiß aber nicht, ob ich das möchte. Ich weiß auch nicht, ob ich da Chazelle so viel Credit geben möchte für. Ja, so richtig Noir, ich würde es dann ja auch nicht. Nein, wird's nämlich eben auch nicht. Genau, das muss man. Wir bekommen in der letzten halben Stunde noch so eine verwaschene Gangstergeschichte erzählt. Das, also ich habe mir ja auch ein paar wirklich witzige Szenen notiert, Tobey Maguire als der Gangsterboss ist schon absolut. Also alle Szenen mit Tobey Maguire sind schon einfach, also machen Spaß. Ja. Das ist wirklich so, das muss man im Film auch lassen und guckt ihn euch wirklich an, wenn ihr euch dafür interessiert. Das ist alles, was wir jetzt erzählen, sind halt wirklich eher so ideologische Dinge. Genau. Und es ist natürlich auch sehr subjektiv. Wir freuen uns auch, wenn ihr das komplett anders seht. Dann bitte schreibt uns oder schickt uns eine Sprachnachricht. Wir freuen uns da wirklich sehr drüber. Also weil wir sind ja auch noch nicht am Ende mit unserer Meinung hier. Wir bilden uns sie ja auch quasi, während wir hier gerade reden. Wir bilden uns sie auch, indem wir uns gegenseitig Bälle zuschmeißen. Genau. Aber da muss man zum Beispiel sagen, ich fand alle Szenen mit Tobey Maguire super witzig. Also erstmal seine Figur ist halt irgendwie der Hammer. Also einfach sehr einfach gestrickt, sage ich mal. Aber ich möchte Tobey Maguire öfter in solchen Rollen sehen. Ja. Also das hat echt gut funktioniert. Vor allem der Witzmoment war ja, ich hatte einen Trailer gesehen, in dem er drin war. Und Ich war ja im Gegensatz zu dir und der Kollegin, mit der wir dann zu dritt da drin waren, ich war ja auf Toilette einmal so nach 2 Stunden. Und ich wusste ja, dass Tobey Maguire irgendwann in diesem Film auftaucht und dachte mir dann, habe ich den jetzt verpasst? Und der war auch in so einer Schnipser-Wegwerfrolle dabei. Und er war vielleicht irgendwie so ein Produzent oder Schauspieler, der mal am Set rumsaß. Und dann drehte ich mich eben zu der Minu um und meinte, wann kommt denn Tobey Maguire jetzt? Und das war dann genau der Moment, in dem plötzlich Tobey Maguire in diesem Stuhl saß. Und erstmal anfing, wie so ein Frettchen zu lachen. Ja. Man muss ja sagen, ich glaube, eine andere, bevor wir gleich zu ihm zurückkommen, ein anderer, Babylon ist ein Film der Hypotexte. Also Babylon ist ein Film, der sehr klar inspiriert ist von vielen anderen Filmen, die sich mit Hollywood oder mit der Filmgeschichte auseinandergesetzt haben. Im Film selber explizit als Hypotext wird auf jeden Fall Singing in the Rain genannt. Das benennt der Film auch auf jeden Fall genauso. Ein anderer Film, den ich da als sehr großen Einfluss sehe, ist Boogie Nights. Weil auch gerade diese Szene, wie sie Tobey Maguire als Gangsterboss treffen, also Manny und sein Studiogehilfe, das ist halt nett gesagt eine direkte Hommage an eine Szene aus Boogie Nights. Böse gesagt, es ist 1:1 eine Kopie, in der eben auch Mark Wahlberg, John C. Reilly und Thomas Jane schon komplett abgebrannt sind und einem Dealer falsches Kokain verkaufen wollen. Und in Babylon ist es jetzt halt so, dass Manny und sein Gehilfe dem Tobey Maguire Gangsterboss Falschgeld andrehen, um die Spielschulden von Margot Robbie zu bezahlen. In Boogie Nights spielt ihn Alfred Molina, der Dealer, ständig seine Mixtapes vor. In Babylon redet Tobey Maguire über irgendwelche abstrusen Filmprojekte, die sehr lustig sind, muss ich sagen. Das geht so. Und tatsächlich ja auch in der wahren Filmgeschichte dann auch irgendwo auftauchen. So teilweise passiert es. Ich glaube, mein Lieblingsding war, wusstest du, dass Wyatt Earp Analphabet war? Der große Westernheld und wir machen einfach einen Film darüber, wie er nicht lesen kann. Das wird super. Das ist natürlich echt eine schöne Parodie auf diese Oscar-Bait-Filme. So, aber genau, er referiert ja über diese Filme und in Boogie Nights hast du so ein kleines Kind, das ständig Knallerbsen wirft und das macht diese ganze Szene super unangenehm, weil du ständig alle 2 Sekunden so ein Puff, Puff hast und die 3 Jungs auf der Couch natürlich auch wissen, was für Koks das ist, das sie da haben. Das wird gerade getestet und es ist alles super spannend und bei Babylon ist es eben ein Bodyguard, der ständig ausspuckt. Und da saß ich halt wirklich auch so, dachte, ich höre dir doch Trapsen. Also, der Filmkritiker Matt Lynch hatte
ist immer sehr gut da drin, so Einsatzreviews zu schreiben. Der macht auch meistens das und die treffen es meistens wirklich genau auf den Punkt. Der meinte, es ist ja grundsätzlich nichts Schlimmes daran, wenn du beim Schauen eines Films an andere Filme erinnert wirst. Es ist nur schlimm, wenn du dir denkst, dass du halt 10 bessere Filme schauen könntest. Also wenn dich ein Film an 10 bessere Filme erinnert. Ja, es ist ja wirklich so. Also es gibt halt auch Filme, die diese, also da sind wir wieder bei der Frage, die du auch ganz am Anfang gestellt hattest. Haben wir den Film gebraucht? Was erzählt der Film wirklich Neues? Haben wir das nicht halt in anderen Filmen schon mal gesehen? Und wird es dann nicht sogar konzentrierter und besser verhandelt? Also wenn ich jetzt sogar an The Artist, ich weiß nicht, Oscar-Kandidat, sogar Oscar-Gewinner von 2011, glaube ich. 2011 kann sein. Oder Singing in the Rain natürlich auch, der dann natürlich auch in der Hypotaxe, wo du gerade, wie du gerade gesagt hast, die Hypotex, was Text, hast du gesagt? Text, Hypotex, genau. Ja, ist ja auch eigentlich richtig. Hyper und Hypo, Hyper und Hypo. Also, ja, ich bin ja Theaterwissenschaftler und nicht so Literaturwissenschaftler. Ist okay, aber der Text, auf den sich bezogen wird und der Text, der sich darauf bezieht. Ah ja, nö, aber gut, dass wir drüber gesprochen haben. Ihr sollt ja auch was kriegen vorher. Richtig, das ist jetzt hier frei. Der Bildungspodcast. Genau, da machen wir nochmal extra Ausklinker zu irgendwie einfach so ein Film- und Literatur-ABC. Der Bildungspodcast. Mit Finn und Moritz. Oder eher mit Finn und Moritz stellt dumme Fragen. Ja, wie fandst du denn die neue Wagner-Platte eigentlich? Ja, genau. Du meinst die beim Griechen? Oder? Ach nee, das war die Gyros-Platte. Ja, wir sind so lustig. Wir sollten einen Podcast aufnehmen. Lass uns wieder zurück nach Babylon gehen. Babylon, ja. Wo waren wir stehen geblieben? Wir waren stehen geblieben bei den Inspirationen. Genau. Natürlich Singing in the Rain, der natürlich auch rein bildlich des Öfteren zitiert wird. Aber du hast halt eben mit so Filmen wie The Artist oder auch, ich finde, auch Once Upon a Time in Hollywood hat mir mehr Spaß gemacht als dieser Film. Irgendwie Filme, die besser funktionieren und besser auch irgendwie. Ich habe da eine These zu, die du gerne falsifizieren kannst, wenn du möchtest. Ich glaube, dass sich eine Auseinandersetzung mit Hollywood als Mythos an sich auch nur eignet, wenn du ein Genre als Oberbau wählst. Also wenn wir uns The Artist angucken, das ist ein Stummfilm. Also der wählt eine sehr artistische Herangehensweise, um uns diesen Übergang verständlich zu machen. Ich habe ihn nicht mehr so genau im Kopf, aber da kommt ja irgendwann auch der Tonfilm rein, oder? Der beginnt ja stumm, glaube ich, da kommt auch irgendwann Sound an sich, also da kommt Dialog irgendwann rein, oder? Ich glaube, das ist dann wirklich an diesem Übergang zum Tonfilm und ich habe ihn auch vor langer Zeit gesehen, ich habe ihn nicht mehr genau im Kopf. Ich würde dann eher lieber auf, also Sing in the Rain ist ein Musical, also der verhandelt halt diese Übergangsphase an den Songs, die passieren, die sich verändern. Ich musste doch sehr viel denken an einen Film tatsächlich aus dieser Übergangszeit oder einen Film auch über diese Übergangszeit, der relativ näher an der Stummfilmzeit ist, nämlich Sunset Boulevard von Billy Wilder, was ja auch schon ein Film ist über einen alternden Stummfilmstar, Gloria Swanson, die in Babylon auch kurz genamedroppt wird, also mit der telefoniert Brad Pitt einmal kurz und sagt, nee Gloria, ich hab leider keine Rolle für dich frei. Und das ist halt ein Film, der funktioniert eigentlich als Noir-Thriller. Also es ist ein Film über einen Drehbuchautor, der über dieses alterne Hollywood-Starlet stolpert und in eine ganz komische Krimi-Abhängigkeits-Beziehungsgeschichte von ihr reingezogen wird. Und ich musste halt auch denken an Robert Altmans The Player, was ja seine Abrechnung mit der Kulturindustrie Hollywoods war, wo Tim Robbins so einen zynischen, geldgeilen Produzenten spielt, der in einen Mordfall gerät und versuchen muss, da rauszukommen. Also ich glaube, Hollywood, du kannst, glaube ich, wirklich nur gut über Hollywood erzählen, wenn du Hollywoods Mittel auch dir zu eigen machst. Also genau, da ist halt die Frage, ob Chazelles Ansatz da halt nicht, also nicht genau, war, zu sagen, Chazelle ist dann, nicht. Genau, nein, genau. Aber ja, dann genau, sein Ansatz gewesen ist, ich möchte mich so weit von allen Genres und von allen Möglichkeiten, die Hollywood bietet, distanzieren und mein eigenes Epos erzählen, was eben Hollywood auf die Schippe nimmt. Aber genau vielleicht in dieser Entscheidung hat er sich dann selber in den Schwanz gebissen. Ja, weil er nimmt halt diesen Mythos auch zu ernst. Also er nimmt Hollywood an sich viel zu ernst. Das ist, glaube ich, das große Problem dieses Filmes. Weil die große Frage ist natürlich auch, verklärt er das? Also verklärt er da oder verklärt er nicht? Auf der einen Seite, du hast wirklich diese rauschhaften Partys. Da will man irgendwie dabei sein. Du hast aber das Gefühl, der Film will es nicht. Der Film ist immer sehr distanziert. Also so der huscht immer so durch das orgiastische Treiben. Wir halten da nie drauf.
Man könnte auch durchaus kritisieren, dass sich fast alle Statistinnen komplett ausziehen müssen, unsere Hauptdarsteller, aber alle bekleidet bleiben. Also Margot Robbie hat so einen Moment, wo sie ihre Brust entblößt. Das ist aber tatsächlich so gefilmt, dass es auch fraglich ist, ob es wirklich ihre Brust ist. Das ist halt ein Cutaway, ne? Ja, das ist ein Stuntboob, wie man... Also geht man von aus. Ne? Gehe ich auch von aus. Also das kann man generell für den ganzen Film festhalten. Dafür, dass es sehr viel nackte Haut gibt in dem Film, ist der Film schon erstaunlich prüde. Ja. Da merkt man halt, dass es ein amerikanischer Film ist. Also Sex, man sieht eigentlich keinen Sex, also es gibt auf den Partys so ein bisschen Sex, aber an dem hat man keinen Spaß. So, also das, die Hauptfiguren sind sehr unerotisch irgendwie auch dafür, dass sie so gut aussehen. Also Sex ist hier nur irgendwie was Bestrafendes, aber wir gehen später auch noch in so einen SM-Keller, dass man SM-Sex irgendwie 2023, 22 auch immer noch so als den Abstieg in die literarische, dantische Hölle inszenieren muss, ist auch fraglich, aber okay. Und wie gesagt, es ist sehr verschämt. Ja, das hast du sehr gut zusammengefasst. Ich hatte halt die These gelesen, dass wenn jetzt, um auf Bugina zurückzukommen, Paul Thomas Anderson, der hat ja durchaus Spaß an diesem Porno-Business der 70er Jahre und der macht ja was Ähnliches wie Chazelle. Im Prinzip erzählt Boogie Nights uns ja auch was über Hollywood, aber halt er benutzt halt das Porno-Geschäft als Anekdote dafür. Also er erzählt uns halt den Übergang vom Porno, der noch im Kino lief, zum VHS-Porno, also zum Porno, den du halt mit deiner Heimkamera gedreht hast. Das kann man natürlich genauso auf Hollywood anwenden, auf die Zeit, wie eben die großen Filme zu Ende gingen und der Heimvideomarkt plötzlich boomte. Du merkst aber, dass Anderson richtig Interesse hat an diesem Porno-Metier und auch an den Stars dieses Metiers seine Freude hat und auch an dem Sex da drin seine Freude hat. Es gibt ja in Boogie Nights zum Beispiel eine längere Sequenz, in der wir den ersten Pornodreh von Mark Wahlberg sehen und es wird ja auch sehr viel Zeit darauf verwendet, diese fiktive Detektiv-Porno-Reihe, die er dann da dreht, zu inszenieren. Und ich glaube, Chazelle, der schämt sich dafür fast so ein bisschen. Also man muss es irgendwie zeigen, aber er will es dann doch nicht machen. Also man huscht dann immer zu schnell dadurch. Ja, aber auch bei dieser ganzen Intro-Sequenz, du hast immer irgendwie das Gefühl, dass die Kamera super distanziert ist. Also alles irgendwie immer so ein bisschen aus einem gesunden Abstand betrachtet, so ein bisschen voyeurartig und immer so ein bisschen drauf guckt und mal die Möglichkeit hat, rein zu luschern. So, also so ein großes Luschern ist das. Ja, es ist so auch dieses bürgerliche Naserümpfen so ein bisschen. So dieses, so hast du gehört, was die Nachbarn da drüben... Genau, und auch dieses, wo sie dann ganz am Anfang in diese, da die, ich weiß, ich habe das nicht richtig mitbekommen, von wem sie irgendwie eine Tochter war, aber die mit dieser Golden Shower-Sequenz ganz am Anfang, ja, mit dem Producer in diesem Nebenstübchen während dieser ganzen Anfangsparty. Das war eine von den Leuten, die Manny da am Anfang, also tatsächlich, der Anfang ist relativ lustig. Also es geht, Manny muss so einen Elefanten als Partygeschenk in die Villa. Aber das muss man mal ganz kurz eben anmerken, rein vom CGI und wie der Elefant gemacht ist. Im Trailer sieht er furchtbar aus, der Elefant. Im Film sieht er besser aus. Im Film habe ich gedacht, boah, not bad. Genau, und wie gesagt, Manuel muss diesen Elefanten irgendwie über einen Berg bekommen, halt auf, weil das Haus des Studio-Bosses ist natürlich auf einem Berg. Und da gibt es sehr viele Probleme. Man hat unter dem falschen Laster gemietet. Und man muss auch sehr viele Polizisten schmieren und man braucht sehr viel Hilfe von verschiedenen Leuten. Man muss die richtigen Namen sagen. Und genau, man muss die richtigen Namen sagen. Man bezahlt nicht mit Geld, man bezahlt eben mit dem Gästeliste Platz für diese Party. Und dann steht er eben vor der Tür und der Produzent ist, wer sind diese 20 Leute? Und die mit dieses Golden Shower Girl ist tatsächlich eins von diesen... Okay, das habe ich irgendwie nicht, da bin ich nicht ganz mitgekommen. Ich war noch überfordert von der Elefantenscheiße, glaube ich, ganz am Anfang. Es ist ja auch... Dieser Einstieg ist ja auch wahnsinnig überfordernd. Nee, also nee, genau, aber wo ich da jetzt noch mal gerade eben, ich wollte nur mal eben ganz kurz wissen, woher die noch mal kam. Ja, genau. Jetzt verstehe ich. Das war ja auch so, du hättest das ja auch super... super intensiv, super immersiv auch erzählen können, wie dieses Mädel dann nimmt eine Überdosis und ist wahrscheinlich dann auch irgendwie schon halb tot. Die müssen die dann irgendwie aus diesem Hinterzimmer an der ganzen Partymeute vorbei raustragen. Und da siehst du halt auch nur so in so einem Schwenk irgendwie, wie sie die raustragen. Und das ist dann irgendwie so eine nette Geschichte anerzählt, die auch irgendwie spannend sein könnte, aber dann halt auch irgendwie in so einem Husch irgendwie wegerzählt und so sehr distanziert. Also ich glaube, wir standen doch bestimmt irgendwie 20, 30 Meter entfernt, als wir gesehen haben, ja, wie sie die dann da rausgetragen haben. Also der Fokus liegt natürlich auf dem Elefanten. Das war auch schon so eine Szene, also ich habe auch gelacht, aber ich habe nicht darüber gelacht, weil ich es lustig fand, sondern ich war da schon ein bisschen genervt von dem Film. So,
es ist einfach dieser Punkt, es ist halt wirklich ein Klischeebild, wo ich mich frage, brauchen wir das 2022 noch? Also wirklich den absolut übergewichtigen, fast schon walrossartigen Widerling-Produzenten dazu haben, der sich halt eben anpinkeln lässt von dem jungen Mädchen. Und das dann auch noch zu frame als, guck mal, wie verdorben das hier alles ist. Als, wie du schon meinst, die Kamera könnte dabei partizipieren. Das muss, das soll sie in einem Mainstream-Film wahrscheinlich auch nicht. Das muss sie auch nicht. Ich glaube, das Spannendere wäre irgendwie gewesen, vielleicht bei einem von beiden auch Lust daran zu zeigen. Also wir sollen diesen Produzenten ja nicht gut finden und sie irgendwie auch nicht. Das ist so dieses, das ist halt auch das Grundproblem des Films. Ich weiß halt nicht, auf wessen Seite er steht und was auch seine eigene Position zu seinem eigenen Exzess ist. Obwohl er im Rausch dessen ist, wie uns das deutsche Plakat mitteilen möchte. Ja gut, aber diese Frage der Entscheidung stellt sich dann ja auch mit dem Ende des Films, wenn wir da vielleicht schon mal irgendwie kurz reindippen wollen. Oder können wir auch einmal reindippen. Weil du hast dann ganz am Ende, also Manny wurde dann nach der ganzen Tobey Maguire-Geschichte, der ihn da quasi in die, ja visuell sag ich mal, Abgründe. Bevor du weitermachst, ab hier vielleicht wirklich mal eine kleine Spoilerwarnung so. Weil das, worüber wir gleich reden, das hat uns alle schon sehr überrascht im Kino. Also eine Sache, wir müssen jetzt über die reden, damit wir ein vernünftiges Gespräch über den Film und auch über seine Position zu Hollywood an sich sprechen können. Wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, würde ich vielleicht wirklich an dieser Stelle empfehlen, den Podcast einmal abzubrechen und wiederzukommen, wenn ihr es gesehen habt. Und dann könnt ihr nämlich mit uns mitdiskutieren. Also dann habt ihr euch nämlich bestimmt eine Meinung gebildet, denn das ist auf jeden Fall ein Ende, über das man sich eine Meinung bilden muss. Und das fordert der Film auch geradezu ein. Das ist natürlich grundsätzlich schon mal cool. Also ich weiß nicht, ob es rein zeitlich stimmt, aber ich meine, ist das die Einleitung des dritten Akts in dem Moment, wo wir entweder auf Tobey Maguire treffen? Ja, würde ich schon sagen. Oder in dem Moment, als wir in diesen Tunnelgang. Nee, also ich würde sagen, relativ der Punkt, an dem die Brad Pitt-Figur aus der Handlung ausscheidet. Mhm, ja. Du nervst, du musst raus. Ja. Also ab dem Punkt, in dem die Brad Pitt-Figur die Handlung verlässt und wir uns wieder auf das Ursprungspärchen Margot Robbie und Diego Calva fokussieren. Also wenn Robbie bei ihm an der Tür klopft, da beginnt schon der dritte Akt zu kommen. Stimmt, ja. Das also im Prinzip ist ja der klassische Dreiakter mit einem Epilog. So, mit einem also es gibt einen Prolog, das wäre, würde ich sagen, die Nummer, wie der Elefant da hochgekarrt wird. Dann der Film geht los mit der Party und dann gibt es halt einen Epilog in den 50er Jahren, in dem eben gerade Singing in the Rain ins Kino gekommen ist. Manny hat Hollywood verlassen, ist jetzt wieder Emmanuel, lebt jetzt in New York mit Frau und Kindern. Die sind, glaube ich, auch MexikanerInnen beide. Also er hat glaube ich, eine Tochter. Also er hat den Amerikanern den Rücken gekehrt, könnte man so gesehen sagen. Und besichtigt jetzt das alte Studio oder das alte Studiogelände, in dem er früher gearbeitet hat. Im Film ist es ein fiktives Studio namens Kinoscope. Es soll wahrscheinlich irgendwas für MGM arbeitet er kurz wann anders mal, aber ist ein klassisches Studio aus der Zeit irgendwie so. Und geht dann, wie er selber sagt, zum ersten Mal seit 20 Jahren wieder ins Kino und ist total geflasht von einmal dem Tonfilm, vom Farbfilm wahrscheinlich auch, und da läuft Singing in the Rain. Was man dazu wissen muss, ist ja ein Schlager, also der Schlager Singing in the Rain, den haben wir im Film vorher schon mal gehört, weil die Brad Pitt-Figur auch in so einem Musical-Vehicle mitspielen soll, in dem Singing in the Rain gesungen wird. Und die Manny-Figur sieht natürlich da im Kino ihre eigene Geschichte nochmal aufbereitet, nämlich oder die Geschichte seiner alten Liebe, nämlich die Geschichte des Stummfilmstars, der am Tonfilm scheitert. Und dann macht Chazelle etwas sehr Interessantes. Also zum einen blendet er ins Publikum des Kinos, die alle sehr berührt sind. Das erinnert so ein bisschen an das Ende von Wolf of Wall Street, wenn da die Kamera so weggeht von der DiCaprio-Figur und halt in dieses Publikum blendet, was ihm zuhört. Wo Scorsese ja irgendwie gesagt hat, keine Ahnung, ihr als Publikum macht solche Figuren wie den Belfort erst möglich. Chazelle hätte ich da noch gesagt, der sagt an dieser Stelle, weißt du, ich will nicht sagen das Ideologische, aber irgendwie das, der Schweiß hinter den Filmen ist am Ende egal, weil es die Menschen berührt, weil es halt ein Medium ist, das Menschen aller Klassen zusammenführt. Weil es ist in diesem Kino eben so, alle Altersgruppen, alle sozialen Schichten sind da versammelt. Das fand ich eigentlich noch sehr schön. Dann gibt es eine Art Montage vom Beginn des Kinos bis zu seinem Ende und darüber hinaus. Also wir schneiden in Anführungszeichen quasi zur Leinwand und da wird dann eine Montage der gesamten Filmgeschichte. Genau, es geht los mit dem Pferd, dann kommt der Lumière-Zug und immer so weiter.
Und dann, ich weiß nicht mehr ganz genau, wo es passiert. Aber eine der letzten Bilder, die ich auf jeden Fall erkannt habe, war 2001 von Stanley Kubrick. Dann, glaube ich, kommen noch so drei andere Sachen. Es wird auch so ein bisschen trippy zwischendurch. Das fand ich durchaus cool, wo ich auch dachte, okay, jetzt geht der Film wirklich off the rails. Das erinnert so ein bisschen an die späteren Godard-Filme. Also so die Sachen, die er so ab den 2010ern gemacht hat. Sowas wie so Bildbuch oder Goodbye to Language. Und dann blendet Chazelle eine Texttafel ein, wie im Stummfilm, La Fin du Cinéma, das Ende des Kinos. Und dann präsentiert er uns noch drei weitere Filme in dieser Clipshow, nämlich Tron, Matrix und Avatar. Moritz, was machen wir da draus? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also da ist natürlich jetzt vor allen Dingen die große Frage, müssen wir da jetzt auf Chazelle als Filmemacher blicken? Möchte er uns damit tatsächlich etwas sagen? Schreibt er damit quasi für sich seine eigene persönliche Sicht der Hollywood-Geschichte? Also ich glaube, wirklich irritierend ist ja einfach diese Texttafel mit das Ende des Kinos. Also er markiert für sich selbst das Ende des Kinos nach Filmen wie 2001 und danach kam kein Cinema oder nur noch Schund? Genau, es ist ja auffällig, das sind ja alles Filme, die danach kommen, also Tron, Matrix und Avatar, die ihren Reiz nicht aus dem Schauspiel, sondern aus der Technik ziehen. Jedenfalls primär, würde ich sagen. Du guckst Tron jetzt nicht, weil du so ein großer Jeff Bridges-Fan bist. Und du guckst Matrix, glaube ich, auch nicht primär für Keanu Reeves, sondern für die Bildgewaltigkeit, zumindest Avatar. Avatar haben wir damals 2009, haben wir bestimmt auch dieses Jahr alle geguckt, weil wir immersiv vom Kinoerlebnis überwältigt werden wollten. Das scheint, wenn wir dieses La Fin du Cinéma wörtlich nehmen, Chazelle ja nicht so zu mögen. Dann ist es aber komisch, gleichzeitig einen Film wie Babylon zu drehen, der von mir selber mit seiner exzessiven Laufzeit ja dieses Kinoerlebnis an sich gleichzeitig schon wieder einfordert. Dann auch noch Avatar als letzten Punkt reinschneidet, um sich vielleicht auch bewusst dagegen zu positionieren, dass Avatar gerade mit ihm läuft. Und dir sowas zu sagen wie, du guckst hier das wahre, also du guckst hier wieder das wahre Kino, weil du sitzt ja nicht in Avatar, sonst würdest du dieses Bild ja nicht sehen. Das wäre halt eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist natürlich, dass das ein reiner Troll ist. Also, dass Chazelle das bewusst da reinschneidet, er macht sich in dem Film auch so ein bisschen über Kritiker lustig, kann man sagen. Kommen wir vielleicht gleich auch nochmal zu. Ich wollte das genau damit so ein bisschen überladen, bis ich das als Zeitpunkt einmal reinbringe. Also es gibt in diesem Film auch eine Kritikerfigur, das hatte ich ja vorgelesen, zu der ist der Film nicht so nett. Wie er zu keiner Figur nett ist. Ja. Können wir gleich nochmal drüber, aber ich finde trotzdem immer noch dieses, ich finde es auch, ich, also stellt halt aber auch so ein bisschen die Frage, ich meine, das wird natürlich den ganzen Film auch schon mit dieser ganzen Übergangszeit vom Stummfilm zum Tonfilm immer in Frage gestellt, diese Technophobie, die ja irgendwie auch so ein bisschen, also man gefühlt immer so mitbekommt, also dass es diese technische Weiterentwicklung ist halt irgendwie schlecht für alle und nicht mehr das Wahre, was das Kino eigentlich ist, wo ich mich dann aber frage, ja, aber Digi, Chazelle, du hast halt, dieser Film war nur möglich, also den du jetzt gerade gedreht hast, weil du eben diese ganzen technischen Möglichkeiten hast. Ja, du rühmst dich damit, dass das Ganze auf Film gedreht ist, aber selbst das ist heute nicht mehr unter den technischen Voraussetzungen und Gegebenheiten möglich, wie sie nun sind. Du kannst solche großen ekstatischen genau, du kannst ja diese großen ekstatischen Kamerafahrten durch deine Party da am Anfang nicht machen, wenn du nicht irgendwie mit einem riesen Techno-Crane und irgendwie drei verschiedenen Kameramännern mit irgendwelchen Gimbeln und Steadicams da durchlaufen, das perfekt durchchoreografieren und du hast ja noch mehr von diesen One-Take-Fahrten, One-Take-Fahrten dadurch, jetzt zum Beispiel auch durch diese frühen Anfänge noch Stummfilms, wo sie dann auch an verschiedenen Stages parallel drehen. War schon eine geile Fahrt, ne? Aber was ist denn das für eine Aussage oder was für eine Position nimmst du ein? Nimmst du jetzt eine technisch kritische, eine technisch abweisende? Also was ist, das Wahre ist dann nur noch die Träne, die du auf der Leinwand siehst? Ja, da dachte ich, ist vielleicht ein Blick auf seine Filmografie an sich hilfreich. Also einfach so zu gucken, was für eine Autorenschaft hat er eigentlich. Und das ist durchaus irgendwie auch schizophren, weil zum Beispiel First Man ja ein Film ist über die Wichtigkeit von Technik und über die Wichtigkeit, sich technisch auch weiterzuentwickeln, weil dann können wir die Russen schlagen beim Mondrennen. Ist aber auch gleichzeitig ein Film, der sagt, das kommt am Ende auf den Menschen an.
Also der uns in der Kapitolversicherung ist ja der Mensch wichtig. Nein, es ist halt diese klassische Mehr von, weißt du, die Technik kann auch so super sein, aber wenn Ryan Gosling nicht in einem Steuer gesessen hätte und im richtigen Moment den Autopiloten ausgeschaltet hätte, dann wäre das alles nichts geworden mit der Mondfahrt. Das ist so die Nummer hinter First Man. Das kann ja historisch auch verbürgt sein. I don't know, ne? Ich habe mich nie so für die Mondfahrt interessiert an dieser Stelle. Also ich war nie so ein Weltraumkind. Ach, das ist immer schade. Ich auch nicht. Ich war ein Piratenkind so ein bisschen. Piraten fand ich toll. Ja, ich war halt immer Cowboy-Kind. Ne? Du warst Cowboy-Kind, ne? Nein, aber dann hat er halt La La Land gemacht. Und La La Land ist ja wirklich ein Film, der so wahnsinnig reaktionär am Ende ist, weil du hast da ja diese Ryan Gosling-Figur, die den ganzen Film über diesen alten Jazz propagiert, der aber nur noch in den Seniorenkneipen stattfindet. Dann kommt die John Legend-Figur da rein, die was Neues schaffen möchte, die vom Film explizit abgestraft wird, als das ist der Korrumpator, das weißt du, das ist der profitgierige Mensch, der versteht die Seele des wahren Jazzes gar nicht mehr. Und am Ende hat Gosling ja wieder Erfolg mit seinem Ur-Jazz, weil er es geschafft hat, den Menschen zu beweisen, dass es eben auf die Urform des Jazz ankommt und nicht auf diese neumodischen Spirenzien. Ja, aber dann habe ich wiederum immer nicht verstanden, ich meine, dass es doch so war, dass der Jazz die Musik der Gegenwart ist, oder? Dass das immer alles in der Gegenwart stattfindet, dass in der Gegenwart halt natürlich dann auch diese Improvisationen stattfinden und irgendwie Er sagt, das ist ein sehr gegenwärtiger, das ist eine momenthafte Musik ist, weil sie im Moment entsteht. Genau, ja, ja, also das klassische Theaterding, also Performativität. Performativität ist das, eine Einmaligkeit. Der schlaue Begriff an dieser genau, Stelle. Genau, richtig, da wären wir jetzt wieder im Bereich der Theaterwissenschaften, aber wir wollen das jetzt gar nicht weiter vertiefen, aber generell frage ich mich da halt, wenn das die Musik ist und du sagst, der gegenwärtig und performativ und alles entsteht im Jetzt, warum hast du dann halt diesen krassen Drang, irgendwie in die Vergangenheit zurückzuwollen und die Vergangenheit so zu glorifizieren und zu heroisieren, in die Höhe zu heben? Ne? Ich glaube, also es ist irgendwie zu kurz gedacht, zu Chazelle zu sagen, dass er so ein früher war alles besser Typ ist. Ja, das aber definitiv. Es schwingt da immer mit. Es schwingt auch in Babylon mit. Und ich kann das ja durchaus nachvollziehen. Ich habe ja auch ich glaube, jeder, der sich ein bisschen für Film interessiert, hat irgendwie eine Faszination für dieses mystische alte Hollywood. Auch für diese mystische Stummfilmzeit. Also der Titel Babylon, das ist ja einfach auch ein Synonym für diese 20er Jahre Stummfilmzeit von Hollywood. Also das hat sich Chazelle jetzt nicht ausgedacht. Es gibt zum Beispiel von Kenneth Enger auch den Film, glaube ich, Babylon Rising, schon aus den 60ern, der sich auch um den Namen der echten Schauspielerin gerade vergessen, Joan Crawford oder sowas. Hollywood Babylon heißt der Film von Kenneth Anger, genau. Der sich auch schon um diese Clara Bow-Figur, also die Figur, die Margot Robbie so ein bisschen verkörpert, dreht. Genau, na gut, mit Babylon als Motiv oder als Metapher hast du natürlich aber auch diese Rise-and-Fall-Geschichte. Genau. Ich wollte ihm das halt erst so ein bisschen auch als, das ist jetzt auch eine sehr offensichtliche Metapher, wollte ich einmal sagen, es ist tatsächlich aber einfach ein stehender Begriff für diese Zeit. Also, da bin ich gegen das Mikro gekommen, aber es ist nichts passiert. Da bezieht sich Chazelle aber auch wieder auf was. Also es ist ein sehr intertextueller Film, der, glaube ich, aber auch voraussetzt, dass du schon ein bisschen Wissen über die Hollywood-Geschichte hast, weil ich glaube, sonst bist du ein bisschen aufgeschmissen. Du musst schon wissen, was der Jazzsinger für ein Film war, dass das halt der erste Tonfilm ist, um, glaube ich, zu verstehen, was da passiert. Wenn ich das weiß, dann frage ich mich bei diesem Film, warum gucke ich denn das gerade? Weil eine wirklich neue Perspektive auf das Ganze liefert er mir nicht. Und wenn ich das nicht wüsste, wäre ich, glaube ich, verloren. Oder so, oder würde mir denken, warum gucke ich das? Also warum sollten mich diese Menschen hier interessieren? Ja, also im Endeffekt kam mir dann auch irgendwie die Frage, was verachtest du jetzt und was findest du jetzt gut? Also weil wir halt eben am Ende dann da sitzen und Manny vergießt eben diese Träne in Anbetracht dessen, dass ihm klar wird, dass er mit dem, was er getan hat, doch irgendwie Teil von etwas Größerem ist, als er selbst ist. Genau. So, und also das, weil das erzählt der Film ja auch immer wieder wörtlich und du bist eigentlich, und das erzählt, glaube ich, auch die Kritikerin dann zu Brad Pitt, du bist, ne, Candle in the Wind, wie du gerade schön den John zitiert hattest, du bist eigentlich jemand, dessen Karriere dann irgendwann vorbei ist und dann musst du auch verschwinden, weil du bist eigentlich ein Rädchen in einem großen Getriebe, du bist am Ende Teil eines Gebildes, was eben größer ist als du selbst. Und da kann ich die Träne schon verstehen, aber dann halt eben die Frage,
ja, du glorifizierst dann irgendwie das, was auf der Leinwand ist, als irgendwas Schönes, als irgendwas Tolles, als etwas, was größer ist als der Mensch, der drin gearbeitet hat. Aber im Endeffekt verdammst du irgendwie alles, was hinter der Kamera passiert, was halt, ne, was man auch nachvollziehen kann. Aber der Film, keine Ahnung, ja, kommt irgendwie nicht so auf den Punkt am Ende. Also tätigt keine richtige Arbeit. Ja, ist irgendwie so nichts Halbes und nichts Ganzes. Ich weiß es nicht richtig zu formulieren. Er bietet schon verschiedene Lesemöglichkeiten an. Das merken wir, glaube ich, auch da noch. Wir standen ja nach dem Film auch noch so ein bisschen zusammen. Irgendwie haben mit ein paar Leuten geredet. Der Film bietet verschiedene Lesearten an. Das möchte ich auch sagen. Ich glaube, da geht man auch mit unterschiedlichen Blickwinkeln raus. Ich weiß halt aber nicht, wie intendiert das Ganze ist. Das Problem ist, das führt am Ende dann irgendwie alles zu nichts. Und das kann ja auch sehr reizvoll sein. Deswegen, ich empfinde Babylon als einen sehr schwer zu bewertenden Film. Ich würde prinzipiell sagen, dass ich ihn, glaube ich, nicht mag. Ich weiß auch nicht, ob ich ihn nochmal wiedersehen möchte. Ich würde ihn aber auf jeden Fall empfehlen. Vor allem, weil es halt weil es eben einer der wenigen Filme ist, die eine aktive Positionierung von dir als Zuschauerin einfordern. Das ist ja nun mal was wir sehr, sehr selten haben in letzter Zeit. Es ist sehr selbstverliebt, das muss man sagen. Ich habe aber auch ein bisschen so ein Faible. Also du kriegst mich mit großen Eben. Du kriegst mich auf jeden Fall mit Filmen, die über 3 Stunden gehen, die über mehrere Jahrzehnte gehen. Also natürlich nur in der Handlung nicht. Deswegen war ich natürlich auch einer der Ersten, die in Werk ohne Autor saßen und dann traurig war. aber mit sowas kriegst du mich eigentlich. Deswegen, ich hatte mich schon gefreut auf Babylon. Und manchmal merkst du ja so in den ersten 10 Minuten, dass das nicht dein Film wird. Ich habe schon in den ersten 10 Minuten gemerkt, okay, dass ich Film nicht da. Gut, aber Finn, da muss man jetzt auch fairerweise sagen, du bist auch schon mit der Einstellung in den Film reingegangen. Du hast mir vorher gesagt, ich weiß jetzt schon, dass ich den Film nicht mögen werde. Aber ich wollte mich überraschen. Also ich wollte mich überraschen lassen. Und, ja, gebe ich dir. Du warst durchaus bereit, dich überraschen zu lassen. Wie gesagt, ich bin da komplett erwartungsfrei reingegangen und ich glaube, ich würde den Film nochmal gucken. Also irgendwas hatte der, vielleicht war es auch vor allen Dingen die ganze technische Aufmachung und auch irgendwie die Beats und der Soundtrack ist unglaublich. Also, der Soundtrack ist wirklich super. Wir hatten das ja im Savoy in Hamburg geguckt bei der Pressevorführung Also die Sounds und auch die Trompeten-Sounds, die Jazzmusik, das macht schon was im Saal, ne? Also das da fängst du schon auch ein bisschen an mit zu wippen, wobei es teilweise spannend war in so diesen romantischen und leiseren Tönen, die dann auch angeschlagen wurden, konnte man leicht, und ich habe es auch schon in mehreren Kritiken auch gelesen und gehört, also das heißt, wir sind nicht die einzigen, konnte man diese so eine La La Land Reprise irgendwie raushören. Also da waren auf jeden Fall Töne, die wir schon in La La Land gehört haben im Musical. Du merkst auch in der Inszenierung, dass das der La La Land Regisseur ist. Beziehungsweise Chazelle hat ja wirklich eine großartige Art und Weise, Musik zu inszenieren. Also mit diesen Staccato-Schnitten auf die verschiedenen Instrumente, wenn sie kommen. Ich fand, bei Babylon jetzt nutzt es sich langsam ein bisschen ab, eben wenn du es halt jetzt zum dritten Mal gesehen hast, nach Whiplash und La La Land, funktioniert. Aber er nimmt auch diese Reisschwenks sind mittlerweile auch so ein bisschen ein Signature-Move, glaube ich. Es wird ein bisschen erratisch auch mittlerweile. Du meinst ja auch, es ist manchmal ein bisschen unscharf, das kann aber natürlich auch ein Stilmittel sein, um irgendwie so das Handkamera-Momentanhafte und wir sind ganz nah dabei zu unterstreichen. Ja, oder es hat halt eben was damit zu tun, dass es auch Film gedreht wurde, obwohl ich da jetzt technisch nicht so versiert bin. Das müssen wir vielleicht unseren Dritten im Bunde fragen, den Paul. Können wir mal vielleicht noch irgendwann nachtragen. Aber auf jeden Fall hatte ich auch gerade bei so Dialogszenen, also wenn es dann ein bisschen hektischer und auch aus der Hand gefilmt wurde, dann gut, ist das klar, dass das dann auch vielleicht mal nicht on point ist mit dem Fokus, weil also ich will da ehrlich gesagt nicht... Du willst nicht der Fokuspuller sein. Ich will nicht der Fokuspuller gewesen sein, weil wenn du denkst, du drehst halt auf Film und dann bist du da halt einmal unscharf und dann heißt es halt, ja, müssen einen Shot nochmal machen hier, der 50 Millionen Euro gekostet hat, gefühlt, weil du da einmal die Schärfe nicht richtig hingesetzt hast, hatte ich schon das Gefühl, dass es dann teilweise auch ob der Imposanz der Bilder dann manchmal auch nicht so wichtig war, dass das Bild jetzt exakt scharf auf dem Spot ist, weil du auch gesagt hast, hätte uns jetzt zu viel gekostet, die Szene nochmal zu drehen, jetzt sagen wir, akzeptieren wir, gut, in der Einstelle sind es nicht so. Es sind ja auch immer nur kleine Momente. Genau, es sind immer nur kleine Momente, aber gerade wenn sie auf einer großen Leinwand siehst, irritieren sie halt ein bisschen. Ne? Aber mich hat es irgendwie rausgerissen, dann, ich glaube, das war sogar in der Szene, wo hier die Figur von Brad Pitt, ich vergesse den Namen immer. Jack Conrad. Genau, übrigens irgendwie auf John Gilbert eine Anlehnung, auch ein Stummfilmstar. Auch viele Punkte aus der Biografie sind auch irgendwie so übernommen für die Figur, die Chazelle da entwickelt hat, zusammen mit Brad Pitt.
aber der John Gilbert ist, glaube ich, an Herzversagen gestorben und hat sich nicht, Spoiler, im Badezimmer selbst die Kugel durch den Kopf gejagt. Da in diesem Dialog zwischen ihm und dieser Kritikerin, da hatte ich irgendwie das Gefühl, dass da die Schärfe nicht so richtig saß bei Brad Pitt, und das hatte mich irgendwie sehr irritiert, weil ein Film, der ja doch so viel Kohle kostet, da würde ich mir schon wünschen, dass das Bild dann auch scharf ist. Aber vielleicht, wie Finn ja eben auch sagt, ist das auch eben Stilmittel, um eben halt auch diese ja, sage ich mal, einmal Momenthaftigkeit des Films, also des richtigen Films auch irgendwie aufzugreifen oder eben zu sagen, ja, das Bild war halt unscharf, aber man konnte sich halt auch nicht immer so viel Film leisten, dass man die Szenen 1100 Mal gedreht hat. Und dann ist das Bild halt immer unscharf. Ne? Aber wie gesagt, Soundtrack, muss ich sagen, richtig geil. Genau. Abschließend, also wir können ja nochmal versuchen, so einen Abschluss, Einsatzstatement zu formulieren. Es gibt sehr viel über Babylon zu sagen. Und das möchte ich dem Film ja auch wirklich hoch zugute halten, dass es dahingehend wirklich ein spannender Film ist, der eben viele Diskussionsangebote macht und der sich er positioniert sich irgendwie. Die Frage ist, wie er sich positioniert. Das würde ich ihm vielleicht ankreiden, dass er dann nicht die Eier hat oder den Werf hat, am Ende wirklich einen Punkt zu machen und zu sagen, so sehe ich es, dann können wir darüber diskutieren. So macht er uns halt viele Angebote als ZuschauerInnen darüber diskutieren. Das respektiere ich. Ich bin sowieso der Meinung, Chazelle ist ein sehr guter Spektakelregisseur. Er ist nicht der beste Figurenschieber, möchte ich jetzt mal sagen. Also er ist nicht der beste Charakter- und Figurenregisseur. Deswegen alle Spektakelszenen in Babylon, also alle Partyszenen, alle Szenen, in denen fast schon fetischisiert ein Stummfilmdreh gezeigt wird, in dem uns gezeigt wird, wie die Titlecards geschrieben werden, das ist wirklich großartig, also diese ganze erste Stunde. Danach haperte es für mich ein wenig, aber schaut euch den Film auf jeden Fall im Kino an. Und am besten auch im O-Ton. Genau, ich würde auch sagen im O-Ton, vor allem, weil sonst auch Gags wie ein vielleicht ein bisschen an Fritz Lang angelehnter deutscher Regisseur nicht ganz so gut durchkommen wie wahrscheinlich in der Synchrofassung. Wenn ihr nicht aus Hamburg kommt, ist diese Empfehlung hier jetzt hinfällig. Ich würde wirklich das Savoy empfehlen. Gilt sowieso eigentlich für fast jeden Film mit ihrer gebogenen Leinwand. Das ist also besser wird Kino als Erlebnis, glaube ich, auch nicht mehr. Ja. Es gibt halt auch wirklich deswegen auch gerade für Leute, die sich auch gerne unterhalten lassen möchten. Das ist halt ein Film der Affekte. Das muss man auch sagen, auf jeden Fall. Und der hat halt eben auch viele lustige Filme. Also ich habe hier noch mal ein, zwei Szenen aufgeschrieben. Zum Beispiel diese erste Tonfilmaufnahme mit Nelly LaRoy, wo die den Take wirklich tausendmal gemacht haben, weil immer hat irgendwo irgendwas geraschelt und dieser Ton war so super empfindlich, also diese Mikrofone. Ja. Und du konntest, das Mikrofon musstest du den Spot, also diesen Platz, wo das Mikrofon ist, vorher festlegen, damit sie dann auch exakt an dieser Stelle dann steht und dann auch nur da nicht zu laut, nicht zu leise sprechen darf. Der Kameramann dann irgendwie, weil die Kamera ja auch laut ist und Krach macht, in so einer Box irgendwie die ganze Zeit untergebracht ist, die nicht belüftet ist und der Kameramann halt auch am Ende tot umkippt. Also das sind super lustige Szenen. Ich habe mich auch köstlich beömmelt über die Kameraverleihszene. Da erinnere ich mich noch, dass wir uns dann zueinander drehten und meinten, wir beide gefühlt immer, wenn wir irgendwas abholen müssen von einem Kameraverleih für einen Dreh und Paul das nicht macht, weil Paul unser Technikmensch ist. Genau. Genauso die Manny-Figur wird halt losgeschickt, um eine Kamera abzuholen, aber er hat ein bisschen zu wenig Informationen bekommen. Beziehungsweise er hat wahrscheinlich genug Informationen bekommen, dass ein Kameramann genau wüsste, was gemeint ist. Ja, aber, das, aber, ja. Ja, muss man gesehen muss man haben. Muss man gesehen haben, muss man dabei gewesen gut, sein. Gut, und Brad Pitt spricht mal wieder Italienisch, haben wir natürlich. Und Deutsch. Er ist auf jeden Fall multilingual unterwegs, der Mann. Auch eine sehr schöne, ziemlich schöne Szene, ziemlich zu Beginn. Also das sind nur einige der doch wirklich vielen schönen und witzigen Momente, die der Film auch hat. Also deswegen würde ich jetzt, wie gesagt, nicht sagen, es ist per se ein schlechter Film. Ich glaube, das Okay, was wir ganz am Anfang dem Film aufgeklebt hatten als Zertifikat, würde ich nach wie vor irgendwie unterstreichen. Wie gesagt, wenn man Bock auf Spektakel hat, geht da auf jeden Fall rein. Wenn ihr aber ein Statement haben möchtet, dann müsst ihr ein bisschen denken. Ja, bitte. Ihr habt diesen Film schon 10-mal gesehen, das möchte ich so sagen, so grundsätzlich die Grundidee. Aber ihr bekommt doch durchaus vor allem visuell und ihr bekommt vor allem visuell einen neuen Spin drauf und was das Spektakel angeht.
Genau, startet am 19. Januar 2023 in Deutschland in den Kinos und ist, wie wir gerade erfahren haben, ab 16 freigegeben und nicht mehr ab 12, wie es noch zu Beginn dieser Woche war, als hätte wir ihn gesehen haben. Hätte mich wirklich arg gewundert, wenn das Ding ab 12 gewesen wäre. Genau, also wenn ihr wenn ihr 16 oder drüber seid, geht doch gerne rein. Ihr seht, wie gesagt, ein bisschen nackte Haut, es wird sehr viel geflucht, es gibt viele Körperflüssigkeiten und es gibt auch ein bisschen Blut. Aber Moritz, du hattest, glaube ich, keine Probleme mit dem Blut. Deswegen, glaube es war okay. Geht schon klar. Wie viel ist, es war okay. War okay. Rundum solide. Interessant und befriedigend. Babylon. Ja, geben wir am Ende, das haben wir jetzt noch, das ist jetzt ja hier unsere erste wirklich Filmbesprechung, geben wir Sterne, Punkte, irgendwas? Ich habe ja seit Ewigkeiten keine Sterne mehr für irgendwas gegeben. Ich gebe 2,5. Von 5. Ich gebe 2 oder 2,5 von 5, das müsste ich noch entscheiden. Ich gebe zwei von 5 Sternen. Okay. Ja, also ich gebe 3. Okay. Sind wir ungefähr. Ich bin dem jetzt ein bisschen positiver, ein bisschen wohlwollender gestimmt. Aber einfach nur, weil ich auch finde, dass es jetzt auch nach den Jahren, gut, da kamen jetzt auch Filme wie Avatar raus, aber auch nach den Jahren, wo wir jetzt wirklich kaum ins Kino gehen konnten, einfach nochmal eine gute Möglichkeit ist, um einen filmisch, technisch bombastischen Film im Kino sehen können. Und das sollte man dann auf jeden Fall auch tun. Ne? Gut, das so viel zu dem Film. Oder hast du noch etwas Abschließendes? Möchtest du noch irgendwie Einsatzstatement zu dem Film machen? Oder, Das 10. Einsatzstatement. Nein, der Film bietet sehr viele an. Der Film macht sehr viele Angebote an euch. Und da ist, glaube ich, für jeden Feld zu holen, an dem man sich abarbeiten kann. Also seien es die Anspielung auf andere Filme oder Werke der Literatur, vor allem der Great Gatsby oder andere Werke von Fitzgerald wie Der letzte Tycoon, kommen da natürlich in den Sinn. Ich würde einmal schamlos empfehlen, wenn ihr das hier hört, dann ist meine Kritik auf dem Flux-Kompensator schon draußen. Da setze ich mich ein bisschen intensiver mit, würde ich sagen, der Fokalisierungsproblematik des Films auseinander. Oder der Anlegung seiner Figuren. Wenn euch das interessiert, könnt ihr da gerne mal reinlesen. Vielleicht macht das ein paar Punkte klarer, weil ich mich immer auf eine Sache fokussiere. Genau, wollte ich noch einmal gesagt haben und ich empfehle den Film ja auch auf jeden Fall. Er hat mir nur nicht so wahnsinnig gefallen. Ja, Finn, auf welche Filme freust du dich denn jetzt, die noch so kommen? Demnächst? Die noch so rauskommen? Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf, ich glaube, Bo is Beautiful heißt der neue Film von Ari Aster. Weil ich mochte Hereditary und Midsommar richtig gerne. Midsommar vielleicht fast sogar noch ein bisschen mehr als Hereditary. Der kommt ja auch irgendwie demnächst. Genau, und sonst, ich bin ja immer so wahnsinnig schlecht darin, mit was für Filme eigentlich wirklich rauskommen. Ich habe mich sehr auf Babylon gefreut, auf jeden Fall, den habe ich jetzt ja gesehen. Habe ich auch schon im Oktober schon bei meinem Chefredakteur angemeldet, dass ich den auf jeden Fall sehen möchte. Ich glaube, der neue Spider-Man könnte auch ganz, also der Animations-Spider-Man könnte vielleicht auch ganz. Ist das ich bin auch voll raus, ist das eine Fortsetzung von Into the Spider-Verse? Ja, ich glaube, jetzt heißt es. Es hat auch so einen lustigen Titel. Aber auch so was Ähnliches, ja. Genau. Danke der Frage, worauf ich mich freue. Ich wollte es gerade sagen. ich glaube, ist The Banshees of Inisherin? Ist der schon gestartet? Jetzt? Ich weiß auch immer nicht, wie man das ausspricht. Inisherin. Und Banshee. Banshee of Inisherin. Ah, okay. Musste ich schon zum zweiten Mal sehen. Ich freue mich ja drauf, weil ich liebe ja die Filme von Martin McDonagh. Ich liebte ja die Filme von Martin McDonagh sehr. Vor allem. Habe ich da gerade irgendwie ein Kriterium drum rausgehört? Oh, ich mag Brügge immer noch sehr, sehr gerne. Das ist aber auch eine Sache, die ich nochmal vertiefen möchte. Also, wir können gerne mal, wenn Banshee im Heimkino verfügbar ist oder sowas, auch gerne mal einen Martin McDonagh-Podcast machen, weil ich möchte gerne mal eintauchen in seine Filme und da so ein paar Sachen für mich klären. Ich empfand Banshee als, Achtung, Kampfbegriff prätentiös. Er hat mich im Kino sehr genervt. Aber Leute, nimmt das hier mit einem Grain of Salt. Ich war der Einzige in der Gruppe, der den Film nicht mochte. So, dass, Ja, wie gesagt, was es ja schon mal sympathisch macht und was ich auch immer öfter gehört habe, ist ja, dass Chiselle ja nach La La Land gesagt hat, so, jetzt nehme ich noch mal mehr Budget und mache einen noch größeren Film. Und Martin McDonagh hat halt gesagt, ja,
Also ich mache eigentlich gerne so ein Ding, was man auch als Theaterstück aufführen könnte. Das merkst du halt auf jeden Fall. Er kommt ja auch vom Theater. Ja. Ich mag manchmal Filme nicht, also ich mag keine anspruchsvollen Filme. Und mit anspruchsvollen Filmen mag ich Filme, die dich selber schon anschreien, dass sie ganz große Kunst sind. Hm. Und das ist Banshee halt. Also ich mochte bisher an McDonough immer, dass er halt in der Lage war, wirklich eigentlich sehr große Themen und auch sehr große moralische Fragen sehr schundig zu verpacken. Und Banshee ist jetzt halt eben eine Parabel auf den irischen Bürgerkrieg. Benutzt einen Haufen Fabelanalogien in sich drin. Aber die sind jetzt halt nicht so wahnsinnig clever. Also, dass Colin Farrell, der so einen etwas einfältigen, aber gutmütigen Menschen spielt, einen Esel als Haustier hat, da musst du jetzt nicht so viel Deduktionsarbeit leisten, würde ich sagen, um dich zu fragen, das verstehe ich jetzt nicht, was dieses Tiersymbol bedeuten könnte. Und böse gesagt, hat Martin McDonagh so wenig Vertrauen in sein Drehbuch und seine Schauspieler, dass er halt alle 5 Minuten niedliche Tiere in die Kamera gucken lassen muss. Gut, das sind jetzt wieder die Punkte, wo du sagst, er wollte ablenken. Deswegen der zynische Witz an dieser Stelle. Welche Tiere gab es denn abseits des Esels noch? Es gibt den Esel, es gibt ein Pferd, es gibt einen Hund. Ich dachte, du magst keine Tiere. Ich mag Kühe. Und Esel. Kühe? Ich finde Esel richtig super. Esel wirklich finde ich richtig super. Und über den Esel habe ich mich gefreut. Nee, aber das ist doch ein schöner Schlusssatz. Finn mag Kühe und Esel. Und oder hast du noch einen Punkt, den du noch gerne loswerden möchtest an alle da draußen? Dieses Ende des Podcasts ist ein bisschen wie das Ende von Babylon. Es gab schon 6 Möglichkeiten, den Film und den Podcast zu beenden. Aber ich habe noch einen Punkt, den ich gerne bespreche. Es geht immer noch weiter. Ja. Genau, also eigentlich haben wir den Film hier auch wieder in uns aufgenommen, können wir mal sagen. Ja. Wir wünschen euch eine fantastische Restwoche oder wann auch immer ihr diesen Podcast gehört habt oder euch aufgeteilt habt oder wie auch immer. Haben uns sehr gefreut, dass ihr dabei wart und wir klären mal, welcher Film so der nächste wird, über den wir sprechen oder ob wir uns vielleicht sogar gar keinen aktuellen Film nehmen, sondern irgendwas anderes, was schon existiert und wir uns das einfach mal vorbrüsten möchten. Ich meine, wenn ihr Lust habt, könnt ihr natürlich auch immer gerne Empfehlungen oder Themenwünsche äußern. Vielleicht nehmen wir die ja sogar auf. Genau, und wie Finn schon meinte, uns interessiert auch vor allen Dingen eure Meinung. Also wie habt ihr den Film gesehen? Teilt ihr unsere Meinung, unsere Statements? Oder könnt ihr dem gar nichts abgewinnen und sagt, sag mal Leute, irgendwie habt ihr, also war doch ein geiler Film. Also, ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal hier bei den Zelluloid-Zynikern. Tschüss. Oh, ich habe einen Fehler gemacht. Hier bei Zelluloid-Zyniker. Ich wollte gerade schon sagen. Bis bald, Rian.